Willkommen zu unserem wöchentlichen Vlog. Ja, diesmal haben wir eine Autorin bei uns, die wir unheimlich schätzen, und das ist Gabriella Engelmann. Der ein oder andere, der diesen Kanal länger schon verfolgt, wird sie wahrscheinlich kennen, denn an ihren Büchern kommt man bei YouTube ja nicht vorbei. Ja, und wer sie also immer noch nicht kennen sollte, sie ist die Autorin von diesen zauberhaften Märchenbüchern, die alle in Hamburg spielen. Und das neueste ist Goldmarie auf Wolke 7, eine himmlische Liebesgeschichte. Ist also ein ganz heißer Tipp jetzt, auch vor allen Dingen, wo die Tage wieder länger werden. Es geht um Frau Holle. Aber Gabriella hat ja nicht nur Jugendbücher geschrieben, sie hat auch, und dann werde ich mal gerade gucken, sie hat auch Erwachsenenliteratur geschrieben, wie zum Beispiel Eine Villa zum Verlieben, Wolkenspiele. Dein erfolgreichstes ist Inselzauber, nicht wahr? Genau. Und ja, wir sind jedenfalls total mächtig froh, sie wieder hier zu haben, diesmal zum Vlog. Wer aber ein ausführliches Interview mal mit ihr sehen will, das hatten wir letztes Jahr geführt, ungefähr um diese Zeit. Und das packen wir euch unten einfach mal in die Box, da sahen wir auch noch ein bisschen anders aus. Ja, und vor allem waren wir nachher in einer absoluten genau. Schieflage. Aber und wir haben gekichert ohne Ende. Ja. Aber das kann jetzt ja nicht mehr passieren. Nein, wir werden total, das wird der ernsteste Vlog aller Zeiten, oder? Ja, ganz versprochen, wir machen keinen Unsinn, auch wenn hier Emmy dabei ist und so, aber wir werden uns total disziplinieren. Emmy. Und kurz, wir fassen uns kurz, oder? Ja, wir fassen uns kurz. Wir versuchen zumindest, aber ihr kennt uns ja, also das geht wahrscheinlich nicht lange gut. Emmy ist ein ganz bezauberndes kleines Schaf und Emmy ist so ein... ja, Facebook-Liebling. Also zumindest ein Facebook-Liebling von mir, denn ich gucke immer ganz gerne, was Emmy macht. Emmy verkleidet sich denn nämlich auch manchmal, und ja, bei Gabriella Engelmann auf der Facebook-Seite taucht nämlich immer mal wieder Emmy auf. Und ihr wart so nett, sie so auf ein so hübsches Goldkissen zu setzen. Ich bin ganz, wir rollen also Emmy und ich sind total verzückt. Ja. Gut, dann wollen wir mit unserem Blog mal anfangen, und als allererstes zeigen wir euch das Buch, was uns Bibo Kimi mitgebracht hat. Warte mal, und wir haben es auch schon bei... Soll ich irgendwas halten? Wir haben es auch schon gezeigt bei... bei Facebook. Und da hat euch das ja schon super gut gefallen. Aber da hattet ihr natürlich nicht die tollen Soundeffekte, und die bekommt ihr jetzt mitgeliefert. Also es ist Peter Pan, Zauberklanggeschichten aus dem Ravensburger Verlag. Und... ja, ihr dürft jetzt gespannt sein. Seite 1. Big Ben. Wenn das nicht wunderschön ist, so. Und jetzt klappen wir es einmal zu. Das Big Ben geht immer noch. Hier sind noch ganz viele andere tolle Seiten. Aber man darf hier auch nicht zu viel zeigen. Und ihr sollt das natürlich auch ganz selber erleben und live. Aber ihr seht, das Buch ist wirklich ein absoluter Traum. Aus der Reihe gibt es dann auch noch die Titanic und auch Pinocchio. Das soll ganz süß sein, mit einer immer länger werdenden Nase, wie sich das gehört. Und es gibt hier noch andere, also es sind jetzt nicht nur zwei Seiten, weil ich werde euch das nicht zeigen, was hier abgebildet ist, aber... ihr könnt es wahrscheinlich erraten, wer Peter Pan kennt, weiß, was das war. Also ihr habt hier auch noch andere Seiten mit... Klangeffekten. Piraten, vermute ich. Ja, das ist Johnny Depp. Jedenfalls ein Captain Jack hat gerade seinen Ruhm gefunden. Es ist jedenfalls ein ganz, 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 ganz bezauberndes Buch, und davon werden wir uns auf jeden Fall nochmal Pinocchio holen irgendwann. Weil, ja. Ja, obwohl wir nicht die Pinocchio-Fans sind, brauchen wir. Aber wir sind jetzt Buch. Fans von diesen Büchern. Ja, leider. Und mich haben sie auch schon irgendwie angesteckt. Ja, und angesteckt, das ist so ein Weihnachtsgeschenk-Klassiker. Ja, und angesteckt also. Damit hat uns Bibo Kimi, die hat uns das nämlich mitgebracht. Tja, und jetzt ist es um uns geschehen, und jetzt müssen wir mehr davon haben. So, dann kommen wir zu einer Sache, nach der ihr verlangt und die wir nicht geben wollen. Es geht um was? Die... ja, was? Ja. Es wird was verlangt. Ohren werden auch immer größer. Ihr gibt es nicht? Jetzt bin ich immer gespannt. Es geht um die Buchregal-Videos. Ach so, da kann ich mich ja wieder entspannen. Ich dachte schon. Also die Buchregal-Videos werden ja von euch gewollt, aber wir haben erstens im Moment
ein bisschen Probleme, sie abzudrehen und zweitens auch keine wirkliche Lust dazu. Das liegt einfach daran, dass das uns halt nicht so viel Spaß macht, wenn wir euch da ein Buch nach dem nächsten so runterrattern und letztlich uns für nichts Zeit nehmen können. Aber wir hatten ja schon mal angekündigt und wir hatten ja ein Irland-Special gedreht, zwei. Und ich glaube, zwei Buchliebhaber-Specials, also wo wir Filme und Bücher zu den Themen rausgesucht haben. Und das wollen wir jetzt weiterhin machen zum Thema Paris, Internat, dies, das, jenes. Wir werden euch damit auch beliefern. Wir haben uns ganz viele Listen gemacht. Wenn ihr jetzt auch noch Buchthemen habt, ich weiß, eine von euch hat uns zum Beispiel damals gesagt, irgendwie Meereslebewesen, ob man dazu Bücher kennt. Und ich denke heute noch nach und über, ja, irgendwas, was... Pulpen? U-Boote? Ja, irgendwas, was damit zu tun hat. Sind Lebewesen? Ach nee. Aber die leben im Meer. Ja, sie redet sich rein, sie redet sich raus. Ja. Jedenfalls werden wir zu ganz vielen Themen was abdrehen. Dann haben wir so 10, 12 Sachen vielleicht mal. Und ja, aber wir werden es euch auch unten verlinken. Mal das Irland und das erste Buchliebhaber-Special. Oder ihr findet es bei uns im Kanal. An der Seite ist so ein Themenbereich mit Specials. Da findet ihr die auch schon, die wir abgedreht haben. Hochzeit haben wir abgedreht, aber Hochzeit ist uns leider kaputt gegangen. Die Datei war dann kaputt. Okay, und jetzt kommen wir zu unserem speziellen Gast. Wir haben nämlich auf Facebook gefragt und auch hier bei YouTube ein Bulletin rumgeschickt. Wenn das Bulletin das macht, was ich meine, was es macht, müsste die Frage bei euch auch in der, auf der, ja. Siehst du mal, schwierig. Also, ja. Und die Vorbereitung, die neue Kamera und überhaupt, das ist alles ganz anders. Ja, ein bisschen neu als letztes hier. Ich fand es letztes Jahr sehr lustig. Gut, aber ich will jetzt nicht so viel. Aber dafür kommen wir nicht in Schieflage. Aber auf die Schiefbahn, ne? Vielleicht. Also wir haben mal gucken, was der Tag noch bringt. Wir haben jedenfalls euch gefragt nach Fragen, die wir Gabriela stellen sollen. So, und da sind ein paar zusammengekommen. Und jetzt fangen wir gleich mit der ersten an. Wirst du bei der Buchmesse sein? Ja, ich werde auf der Buchmesse sein. Ich weiß nur noch nicht ganz genau die Uhrzeit, muss ich gestehen. Ich werde am Samstag, wahrscheinlich um die Mittagszeit, einen sogenannten Märchentalk am Stand des Arena Verlags halten. Und zwar zusammen mit meinem Kollegen Kirsten John, die eine Kinderbuchreihe geschrieben hat, die ihr, glaube ich, auch schon mal vorgestellt habt in der Monatsübersicht. Und Andreas Penske, der eine Grimm-Biografie geschrieben hat. Also wir werden uns einfach anlässlich des Grimms Jubiläums ein bisschen interviewen lassen. Und danach gibt es eine Signierstunde. Aber die Uhrzeit... Man weiß es noch nicht. Aber fest ich werde es auf jeden Fall. Ja, Samstag steht fest und ich werde es natürlich auch posten. Ich werde euch alle zuposten mit der Uhrzeit. Also falls ihr jetzt noch nicht genau wisst, ob ihr zu. Also, ihr solltet natürlich schon hinfahren wollen. Ob ihr Samstag oder lieber Sonntag hinfahren wollt, dann können wir euch nur den Rat geben: fahrt Samstag hin und schaut einmal, wie die Termine sind beim Arena-Stand. Dann könnt ihr auch das Glück haben, Gabriela zu treffen. Und Emmy. Und Emmy wird dann ein goldenes Outfit tragen. Ja, darauf hatten wir ja heute eigentlich schon schwer gehofft. Ja, Emmy, ich habe es im Koffer vergessen, aber gut, nun ja. Ja, Emmy, das goldene Kleidchen dann beim nächsten Mal. Genau. Naja. Sitzt ja auf dem goldenen Kissen. Mhm. So, dann haben wir die nächste Frage und das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch für dich ein leidiges Thema werden, ist die Frage, ob es noch weitere Märchenbücher geben wird und ob man dich nicht irgendwie beknien kann oder dich irgendwie besprechen kann, dass du weiter schreibst. Besprechen oder bestechen? Bestechen könnte man dich vielleicht auch. Aber das könnte vielleicht eher der Arena Verlag mit einem Millionencheck oder so. Oder deine Fans vielleicht säckeweise Postkarten. Also, es ist wirklich tatsächlich so, ich glaube, ich habe mit der Goldmarie einen schönen Abschluss, also hoffe ich zumindest einen schönen Abschluss dieser Reihe getätigt. Es warten ganz, ganz dringend die Leser meiner Erwachsenenbücher auf Nachschub. Die habe ich jetzt wirklich 2,5 oder 3 Jahre lang warten lassen. Und was danach ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, aber für den momentanen Stand würde ich sagen, das ist doch eine schöne Reihe mit diesem 5. Deine 7 auf einen Streich, die gewünschten. Auch meine Wünsche mal gucken, gehen schon dafür. Aber ich muss sagen, dass ich Goldmarie Erfolg 7 ist zum Beispiel mein absolutes Lieblingsmärchen von dir. Ach so? Ja. Ja. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Mensch, was war das so ein Fehler? Ja, weil ich finde das ganz toll. Ich habe mich da auch total ausgetobt. Ja, also ich finde es auch wirklich richtig gut. Also das ist wirklich mein Lieblingsmärchen. Obwohl ja die meisten am meisten auf Cinderella abfahren. Cinderella undercover. Also ich glaube,
darf man, glaube ich, so nicht unbedingt sagen, aber doch, ich tue es doch. Ich glaube, also Cinderella und Goldmarie sind auch meine beiden Lieblinge aus der Reihe. Mein Herz schlägt. Die anderen sind natürlich auch toll. Nebenbei immer noch für Schneewittchen, aber eigentlich mag ich sie alle, ja, alle gerne. Aber Frau Holle ist natürlich sowas, das ist so eins meiner Lieblingsmärchen immer schon gewesen. Und das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und deswegen wart ihr ja auch meine Testleserin, meine ganz tollen, weil ja, die beiden hier sind die totalen Frau Holle-Expertinnen und haben mir unter anderem, du hast mir diesen tollen Link zu dem Holunder-Rezept auch geschickt. Ja, Holunderwein. Wir werden vielleicht nachher auch noch einen Sekt mit Holunder probieren. Ja. Haben wir heute nämlich entdeckt. Ja, jetzt gibt's noch nichts. Nein, jetzt meine Lieblingsfigur jedenfalls aus Frau Holle ist bei dir... Finja. Finja ist eh klar. Du stehst immer auf meine kleinen süßen Geschwister. Ihr müsst schon, wenn ihr überhaupt so Kinderliteratur, so ein bisschen was für Jüngere gerne lest, müsst ihr Kusse Schokolade lesen, weil da taucht Levin auf. Aber da bist du ja nicht Gabriela Engelmann, da bist du ja Frau Rebecca Fischer. Nein. Es geht um dieses Buch hier. Nein, da bin ich tatsächlich... Rebecca Fischer bin ich bei den Hellrosa und Hellgelb. Das hatte ich damals bei ihr auf der Facebook-Seite gewonnen. Und ich habe mich total in den kleinen Bruder von Pomelo verliebt, in Levin. Und er verkleidet sich und er ist so süß. Und Finja ist jetzt eigentlich, ja, könnte die Schwester von Levin sein. Also ganz toll. Aber nein, mein Lieblingscharakter ist Licke Pechstein, weil ich finde, Sima hat einfach eine wundervolle Entwicklung drin. Ja, und aber schalten wir jetzt aus zu dem Thema. Habt Märchen. Nein, also nicht Märchen, aber damit habe ich natürlich noch das Pseudonym jetzt gelüftet. Also wer ein Rebecca Fischer Buch im Regal hat, das ist auch Frau Engelmann. Rebecca Fischer sieht sehr fleißig so aus. Also ich bediene mich hier jetzt einfach mal am Bücherregal. So, das sind die Rebecca Fischer. Und da muss ich sagen, finde ich noch, am besten lügst du noch oder liebst du schon. Da habe ich mich ja bei Oliver Kramer ausgetobt, also ich als Mann, das hat mir total Spaß gemacht. So, okay, das war jetzt der erste Cut. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir jetzt wieder anstückeln können. Deswegen tut es uns jetzt leid, wenn da jetzt vielleicht irgendwelche Ungereimtheiten bleiben, irgendwas nicht beendet wurden. Aber das ist nun mal unsere Kamera, und wenn wir im Gespräch sind, wir sehen es nicht immer, wann sie sich abschaltet. So, dann fangen wir am besten mit der nächsten Sache an, ja, mit der nächsten Frage. Kannst du uns etwas zu den geplanten Buchprojekten sagen? Du sagtest ja eben schon Erwachsenenliteratur. Genau, also ich sitze im Moment gerade an der Fortsetzung meines Romans Inselzauber, der auf Sylt spielt, und bin da jetzt, also ich hoffe, dabei mal bei der Hälfte. Ich bin jetzt gerade durch andere Projekte so ein bisschen durcheinander geraten. Und danach geht es auch in ein Buch. Projekt für Erwachsene, und mehr sage ich jetzt nicht, aber es wird direkt ein Anschlussprojekt geben, und das wird auch wieder... Du verweigerst diesbezüglich also jegliche Aussage. Ich habe, meine Lippen sind versiegelt. Aber bei Inselzauber, wir haben es ja noch nicht gelesen, also den Bestseller von Gabriela Engelmann haben wir noch nicht gelesen, aber ich höre immer... Weil es mein Praliné ist dafür, wenn ich ganz brav alles, was Sina mir da schon mal hingestellt hat, alles gelesen habe. Sina, deine Buchdomina. Ja. Sortiere hier immer Maß Sub, und bis jetzt ist es einfach noch nicht dabei gewesen. Aber ich höre immer von allen Seiten, dass sie sich in den Buchladen verliebt haben. Ja, und es kommen ja auch tatsächlich meine Leser in Kaltum in eine kleine Buchhandlung, die ungefähr da so steht, wo ich sie beschrieben habe. Und da gibt es einen richtigen Inselzaubertourismus. Die fragen dann immer, sind sie die Bücherkoje oder sind sie das Büchernest, was die Besitzerin immer mit viel Humor genommen hat und getragen hat. Und aber da hätte ich auch nicht von dir irgendwie ein Foto geraten. Aber Pilgerreise. Aber kennt dich der Buchladen? Ja, die kennen mich. Ich muss aber gestehen, die haben mich so in so einer Unterhaltungsschublade. Also ich sage jetzt nicht metaphorisch in der Schublade, sondern in der echten Schublade. Weil diese Buchhandlung ist auf hochliterarische Sachen und auf, also Bücher und auf Philosophie spezialisiert. Und nur für die Unterhaltungstouristen haben die dann echt so eine Schublade, die sie so rausziehen. Und da findet sich dann auch mein Inselzauber zusammen mit den Inselkrimis. Fand ich irgendwie lustig. Aber sonst auf Sylt überall. Du bist also undercover da unterwegs. Ja, in dem Fall. Aber nur in dieser einen Buchhandlung. Ansonsten ist Sylt völlig überflutet von meinen Büchern, was ich immer wieder toll finde. Vor allen Dingen nach so einer langen Zeit, nach 6 Jahren.
Ja, aber ich muss das jetzt sagen, also Sina ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sagt, so und jetzt liest du dies und jetzt liest du das und dann jenes, sondern wir haben genau. ja ein neues Sortierspiel. Wir spielen das Spiel ja immer gerne und momentan heißt es, wir sortieren nach Jahreszeiten. Ja. Und Hasina meint für, jetzt werde ich es wohl im Frühjahr bekommen. Ja, ich habe mir wirklich überlegt, dass wir nach Jahreszeiten lesen können. Es beginnt so im Winter, wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen mich einmischen darf. Oh. Es beginnt im Winter. Silvester spielt eine große Rolle. Da. Oh. Ja, es ist gerade ganz ungefähr so um 100 Bücher vorgerutscht. Zumal es wäre ja auch gut, wenn du es vorliest, wenn dann die Fortsetzung erscheint im Mai nächsten Jahres. So, genau. Ja, okay, gut, dann wird es wohl vorrutschen. Aber kennt ihr das? Wenn ich total gestresst bin, ich muss Bücher sortieren, das beruhigt mich total. Dann bin ich in meiner eigenen Welt, dann bin ich total abgeschirmt. Das tut einfach gut. Und wenn ich dann hier diese ganzen... Wir leben nicht in einer Buchhandlung. Also das ist jetzt wirklich unser Privat... Bücher, Dings da, Bums da. Bitte auch ein bisschen Vorsicht. Ich fürchte mich um mein Auge. Sorry. Dann kam ich, was ist mit Nen? Dann kam ich alle Bücher hervor. Nen, so Schutzschild. Ja, ich werde das schon merken. Du weißt doch Aura. Ich verstecke mich jetzt hinter Björn Muschinski, meinem neuesten Lieblingsbuch. Oder soll ich euch Emmy als Man hat immer Angst, weil ich sie, als ich klein war und neben ihr gepennt habe, einmal so richtig so... Muss das jetzt aufs Auge. Aber richtig aufs Auge. Und ich hab immer gedacht in den Comics, das ist ein Witz, wenn die so Sternchen sehen. Aber ich habe wirklich Sternchen gesehen, zumindest mit dem einen Auge. Und habe mich erstmal ins Badezimmer abgeguckt, ob es blau wird. Dann hätte es natürlich auf dem Pampers Hintern was gegeben. Da hatte sie noch mal Glück. Ich habe also einen guten Schlag drauf. Ja. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Es ist egal. Also sortieren. Regale sortieren. Ja, genau, das macht mir... Dann hole ich alles hier raus. Aber nur bei den Büchern. Der Rest der Wohnung kann im Chaos versinken. Und dann? So, also jedenfalls, wenn Sina mal richtig schlechte Laune hat, dann sag ich, du Sina, ich weiß gar nicht, mein Sub, also irgendwie komme ich damit nicht klar. Du, kannst du mir da mal helfen? Da muss irgendwie andere Bücher müssen dazwischen. Ich kann auch so schlecht drauf sein. Damit packt sie mich immer. So, wird Emmy, wenn es jetzt wieder um die Erwachsenenbücher geht, wird Emmy dann nicht die Aufmerksamkeit echt vermissen, die sie jetzt bekommen hat, auch vor allen Dingen von deinen Lesern zu den Märchen? Weil ich... Mach dir keine Angst. Ihr müsst euch das wirklich... ich weiß, einige von euch werden Gabriella ja noch nicht kennen. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass zu Rotkäppchen zum Beispiel wurde dem süßen Schaf dann Mützchen gestrickt, damit sie auch als Rotkäppchen gehen kann. Und sie ist dann auch zur Buchmesse in einem kleinen Körbchen gewandert und Emmy ist eigentlich immer dabei. Und Emmy hat jetzt auch eine ganze kleine Schafkolonie dazu bekommen. Und Emmy kriegt andauernd Geschenke, das ist unfassbar. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal, die immer Emmy so lieb bedenkt. Das ist unglaublich. Und ich fürchte, sie ist ein bisschen süchtig geworden. Ja. Eine kleine Diva, ne? Ja, nein, das nicht. Nein, also Emmy. Das aber wir haben, nee, aber ich, die genießt das schon sehr, aber sie wird auch, die wird dann danach in ein Boot gesetzt oder genau, wir oder brauchen hier ein Inselshirt oder sie bräuchte vor allem einen kleinen Rettungsring, das fände das wäre oben. Aber wer jetzt denkt, dass das... Du soll nicht sagen, dass sie sich den schon angefunden hat. Nein, das ist scharf. Das ist, wir haben eben erst erfahren, dass Emmy ein bisschen in die Breite nach dem Wachschirm gegangen ist. Also jetzt hört aber auch mein Name Emmy. Ja. Ja. Obwohl, habe ich ja erzählt, also von daher bin ich schuld. Nee, also Emmy wird auch weiterhin, die wird ja auch weiter mich begleiten. Ja. Das böse Waschpulver im Schloss. Welches Waschpulver hast du genommen? Das wird dafür wahnsinnig. Ich habe sie vor allem in so ein Netz getan. Eigentlich fand ich mich total fürsorglich, aber gut. Anderes Thema bitte. Bist du momentan glücklich, wollte man wissen. Ja, doch, bin ich. Doch. Sie also hier. Kommt jetzt gerade so, yeah! Nein, aber bin ich wirklich? Also so. Sehr zufrieden, läuft alles im Moment sehr schön. So, was könnten deine Leser-Fans machen, um dich noch glücklich zu machen? Bücher kaufen! Kauf die Bücher! Empfehlt sie! Das ist doch wahrscheinlich das Moment. Stürmt die Buchhandlung und fragt, wie keine Märchenbücher von Gabriella Engelmann. Das kann doch böse, wohl nicht böse, wahr sein. Und nein, also ich muss sagen, ich bin sowieso so unglaublich, wie soll ich das sagen, immer noch berührt und überrascht, weil ich wirklich fast jede Woche Geschenke bekomme oder Karten oder, also ich kann das immer noch nicht glauben. Ich habe mittlerweile in meinem Schrank unter der Büchervitrine wirklich ein extra,
sozusagen ein extra Bereich für diese Dinge geschaffen, für diese wunderschönen Erinnerungsstücke. Ja, das ist... Ja, also wenn ihr auch zur ganz Buchmesse toll. Fahrt, also seid dann frühzeitig am Arena-Stand. Es hat sich das letzte Mal in Frankfurt eine richtig, richtig lange Schlange gebildet, weil Gabriela stundenlang rumgelabert hat. Ja, und sie schreibt wunderschön in die Bücher hinein. Schale. Ja, sie malt, malt auch mit Glitzerstiften. Das kann schon mal dauern. Genau. Ja. Sorry, ich bin gerade irgendwo. Ich bin irgendwo ganz. Ja, wo ist denn Natata? Ja, weil ich abgelenkt habe. Nein, ich bin einfach total. Ich wollte gerade was sagen, aber dann habe ich an diese Buchschlange gedacht und da waren dann meine Gedanken ganz woanders. Ich weiß nicht. Abgedriftet. Hallo, soll und vor allen Dingen, es ist meistens so, wo Gabriela Engelmann ist, da sind meistens auch ein paar Booktuber zu finden. Ja, ganz viele. Und Vlogger. Zum Beispiel alles. The Booklook. War da. Hat er auch ein Video gedreht gehabt, ja. Von der Signierstunde. Danke, danke, Gwen. Nochmal von hier. Ja, vielen Dank überhaupt an alle nochmal. Vielleicht kann ich überhaupt diese Gelegenheit kurz nutzen, wirklich nochmal allen Booktubern, Bloggern, Lesern, allen nochmal zu danken. Also was ihr im letzten Jahr, also ich bin ja jetzt vor knapp einem Jahr hier gewesen, was sich da getan hat an Zuneigung, Zuwendung, Erfolg, das ist, wie gesagt, ich finde es immer noch kind of magic und das habe ich auch ganz doll euch zu verdanken, das weiß ich ganz genau. Du hast uns hier auch ein wenig geholfen, ne? Es ist weil damals waren wir noch ganz kleine Booktuber und da ist und Gabriela erste, schon. Oder sind wir alle 2,20 Meter interessiert hat, das war Gabriela, ja. Ja, so, jetzt genug, also genau. Ja. Nächste Frage, bevor es peinlich ist. So. Bevor du beweihräuchert wirst. Nee, und wir uns gegenseitig. Welche Schuhgröße hast du? 36. Noch Fragen? Ist das süß? 36. Ich das leben wir ja wirklich auf großen Füßen. Ich glaube, entweder die Schuhgrößen haben sich geändert oder meine Füße sind einfach kleiner geworden. Weil früher habe ich Schuhgröße 40 getragen, teilweise sogar 41. Mittlerweile bin ich bei 39 angekommen. Frag mich nicht, wie das funktionieren kann. Hast du vielleicht mal die Frage in die Runde geben, ob noch jemand solche Grenzerfahrungen gemacht hat im Schuhbereich? Hast du jetzt vielleicht mal die dicken Socken ausgezogen? Oder früher hat sie eben immer Sneakers getragen und heute trägt sie auch mal Pumps. Ich weiß es nicht. Aber Schuhe fallen doch unterschiedlich aus, oder? Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir damals so viel abgenommen haben, aber bei Mars ist das Phänomen nicht aufgetreten, also glaube ich das weniger. Und nein, es wird keine Fotos von uns geben, als wir noch fett waren. Nein, 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 die wird es nicht geben, die gibt es nämlich auch gar nicht. Die gibt's nicht. Nein, die sind irgendwo verschollen. Nein, die gibt's wirklich nicht. Zurück zu den Füßen. Genau, zu den Füßen. Back to the roots. Aber wenn ihr euch nicht wohlfühlt in eurer Haut, macht ihr Fotos? Nein, also gibt's nicht. So, der schönste Ort, an dem du je warst? Ist die Provence tatsächlich. Da möchte ich sehr, sehr gern mal wieder hin. Und das war für mich so ein traumhafter Land. Ja, sehr gern. Also, ich finde, wir starten in Paris. Du möchtest ja gerne noch Euro Disney, wie man so schön sagt, Euro Disney. Und dann starten wir und fahren von da in die Provence und das wäre einfach total cool. Provence ist toll. Ich bin da ja häufiger. In Gedanken bin ich da auch andauernd. Ja, und vor allem, ich lese ja sehr viel. Ach so, ja. Diesbezüglich ich auch. Mich ja sehr in Frankreich. Du magst das französische Literatur, weil das ist ja nicht bei jedem so. Ich meine, französische Literatur ist ziemlich, ja, so ein Kritikpunkt. Also beziehungsweise entweder man mag sie oder man hasst sie. Also so. Oh nee, ich bin schon den Franzosen, auch die französischen Filme finde ich ganz toll. Ja. Und jetzt komme ich mit dem Achtung, Achtung, nicht Franzosen Barot um die Ecke. Nicht mal Französisch? Ja, also man munkelt ja, darf man das jetzt genau sagen. Man munkelt, dass es ja eine Lektorin des Piper Verlags ist. Ich finde die Vorstellung, dass das wirklich dieser Schnuckel ist, der an der Sorbonne studiert hat und uns jetzt mit so Frauenflüster Chiclet aus Frankreich amüsiert, viel schöner und viel romantischer. Dabei bleiben wir auch einfach. Ich glaube, da liegt doch auch ein Barot, den will ich unbedingt drauf lesen. Genau, und für mich ist es einfach mein Mann. Also wir waren gerade dabei, dass man ja ein Barot schenken soll. Früher habe ich immer alle Leute, die ich nicht wirklich kannte und sie waren weiblich und ich wusste, sie lesen,
wenn es auch nur wenig ist, habe ich immer einen Sparks mitgebracht, weil damit kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Es ist einfach, die wenigsten können mit Sparks überhaupt nichts anfangen. Und ja, heutzutage würde ich sagen, nimm Varo mit, das ist dann der neue Sparks oder beziehungsweise das... Das war ja schön. Nein, das hört sich jetzt total blöd an, aber... Hört sich so an, als wenn Nicolas Sparks jetzt in der Ecke steht. Nein, aber Varo hört sich doch irgendwie... Antiquiert oder so? Nein, Varo hört sich jetzt frischer an, neuer, keine Ahnung. Französisch. Und endet Varo gut. Darf ich mal an dieser Stelle sagen, was ich schon wegen Nicolas Sparks geheult habe? Hast du? Aber hallo. Deswegen, ich habe ja immer Angst vor Nicolas Sparks. Also nicht vor ihm als Autor, der sieht ja super nett aus und einige von den Booktubern haben ihn ja auch, glaube ich, schon kennengelernt. Ich habe dann... Aber hier weiß ich wenigstens... Ich wusste es früher oder später. Hier weiß ich wenigstens, dass es gut ausgeht, es sei denn dieses neue Buch. Ich habe von Gwen The Book Look, habe ich wirklich eins mit Signatur von Sparks bekommen. Und ja, eben, da steht drin, dass ich eine Disney-Prinzessin bin. Ja, genau. Ja, mit Schwächen und Mäuschen. Also mit Sparks könnt ihr nichts verkehrt machen und mit Varo eigentlich auch nicht. Das sind so meine Geschenktipps überhaupt, universal, wenn es eine Frau ist. Finde ich auch. Könnt ihr nichts mit verkehrt machen. Genau. So, dann... Würdest du gern mal einen richtig spannenden Krimi schreiben? Oh nein, ich glaube, das kann ich überhaupt nicht. Nee, das ist nicht in mir angelegt. Tut mir leid. Obwohl ja Küss dem Wolf schon einige Elemente hat. Ja, aber da habe ich mich auch schwer getan und ich habe an einigen Stellen auch schon entsprechende Kommentare bekommen. Das ist jetzt nicht meins so. Also das hat mir da Spaß gemacht. Ich habe zumindest tapfer versucht, alles zu geben, was ich zu geben hatte, aber das ist nicht meins. Ich bin ja auch immer diejenige, die bei Krimis dann immer noch da sitzt und sagt, wieso jetzt dir und warum? Also ich verstehe das alles nicht und es interessiert mich auch nicht so. Bis auf Ausnahme, jetzt muss ich mal kurz Kollegenwerbung machen, Sabine Kornbichler, weil die einfach wunderschöne psychologische Krimis schreibt, wo ich einfach sagen würde, das ist nur einfach noch eine Spannungskomponente dazu, aber das ist jetzt nicht die, ich kann vor allem mit Blut und Leichenteilen. Wenn man ein Buch von Sabine Kornbichler liest, dann ist hier Land unter, weil sie liest es und dann, Sina, Land unter, Ebbe, Flut. Hör dir das an. Da haben wir das Thema wieder. Hör dir das an. Was meinst du? Wer ist es? So, und ich kenne das Buch nicht. Aber du kannst schon mal Prognosen machen. Genau. Und dann, toll, kann ja nicht schauen, dann erzählt mir mal die Geschichte und dann mache ich mir auch mal einen Kopf dazu. Und obwohl ich sage, Ma, bleib mir weg mit diesen Themen. Ich will davon nichts hören. Aber dann denke ich auch so, Ma, wer ist es denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Wer ist es? Besonders dieses Buch Gefährliche Täuschung hat uns ja total begeistert. Ja, also mich von der Gedanken... Hat mich auch lange beschäftigt. Und bei dir war es, glaube ich, das Richterspiel, ne? Ja, das Richterspiel hat mich das Thema total umgehauen. Ja. Diese, war auch super. Ja, also ich... Pflegekinder. Genau, Pflegekinder, danke. Ich bin schon ein bisschen verwirrt. Also das fand ich, das hat mich jetzt wiederum ganz nachhaltig beschäftigt, weil irgendwie, man kommt ja vielleicht schon mal in die Situation. Also ich habe tatsächlich keine Kinder und habe das wirklich mal ein bisschen für mich überlegt und bin danach echt, ich will nicht sagen ins Schleudern gekommen, aber schon... Da habe ich gedacht, oh, das ist eine Wahnsinn. Also es ist sowieso immer eine Verantwortung, Eltern zu sein. Aber das war schon... Ja, habe ich. Ja, habe ich, genau. So, und Ma hat jetzt von ihr gelesen, Claras Haus. So, oh, und die Einstiegsdroge für Sabine Kornbichler. Also, als sie mir das Ende erzählt hat, das war wirklich so, wie bei mir so. Wir saßen abends im Bett und haben... Sie hat mir erzählt, was sie gelesen hat. Und ich, wow, wirklich so, das war so ein Wow-Moment, wo ich einfach gedacht habe, okay, das Buch hört sich wahnsinnig geil an, warum hast du es nicht mitgelesen? Also das sind, da sage ich wirklich, Sabine Kornbichler, guckt euch mal ein bisschen genauer an, Top-Autorin. Ja, ich wäre also niemals auf Sabine Kornbichler gekommen. Ich hatte dich mal irgendwann gefragt, Mensch, so Krimis, oder ich hatte gesagt, ich lese eigentlich auch ganz gerne mal einen Krimi zwischendurch. Und dann hattest du ja gesagt, hast du den schon von Sabine Kornbichler gelesen? Und da kommt noch einiges auf mich zu. Ich habe auch schon ein bisschen Nachschub wieder im Schrank stehen. Das ist schön. Anders Entscheidung, ne? Ja. Mhm. Und ich habe sie alle gelesen. Die Todesbotschaft. Die Todesbotschaft. Die beiden habe ich mir schon mal auf den Sub gepackt. Das die sind dran noch. Denn die Todesbotschaft kommt ja im Januar als Taschenbuch. Das ist schon mal total cool. Ja. Also ich habe sie als Hardcover. Ich auch. Hey. Oh. Gut. So, jetzt. So. Wir haben die Weltbildausgabe. Ja. Backen oder kochen? Kochen. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Backst du gar nicht gerne? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert.
Gar keinen Backkuchen? Nein, ich bin jetzt aber auch nicht selber so der Kuchenesstyp. Wobei das ist Quatsch, weil ich behaupte immer, ich bin nicht der Kuchentyp. Aber du bist total aber ich bin nicht dabei, irgendwie Kuchen zu essen. Also und Brot. Du hast also ich Cupcakes eingebaut. Ja, ich verbinde mit dir immer Muffins oder Cupcakes. Ja. Ja. Wenn wir Muffins oder Cupcakes sehen, denken wir immer sofort davon, aber aus. Ich esse sie natürlich überhaupt gar nicht. Und das sieht man deiner Figur auch an. Wenn man nämlich zu viele Cupcakes isst, bekommt man Probleme. Oh, ja, hacken alle wieder So, dann, also um die Frage jetzt auch mal von uns aus zu beantworten. Ja, beides. Ich koche gerne, aber nicht mit Ma zusammen, weil Ma mich hektisch in der Küche macht. Und Ma backt eigentlich lieber. Sie war auch Weg, die Cupcake Fairy zu werden oder die Cupcake Queen, wie ich sie damals nannte. Aber sie hat mich damit dick und rund gefüttert. Und unsere Nachbarn auch. Und mein Onkel. Den hat sie auch dick und rund gefüttert. Alle sind dick geworden. Ja, und dann durfte man nicht mehr backen. Ma hat dick und rund gefüttert. Das hast du echt super hingekriegt. Ma probiert einen Cupcake und sagt, war super, lecker. Ja, mir nicht das Rezept. So. Vielleicht hättest du eine Konditorei aufmachen sollen. Ja. Oder vielleicht und dann, ja dann keine Abnehmer. Also ich war mal so kein Abnehmer. Ich musste das nur lang genug da stehen lassen. Ich habe mal von Jamie Oliver irgend so einen blöden Bananenkuchen gebacken. Der ging voll daneben. Den habe ich an den Nachbarn gegeben. Ja, die wollten den auch, glaube ich, nicht so. Doch, sie haben ihn genommen. Aber was sie dann damit gemacht haben. Ich habe zumindest eine leere Nachbarn. Ja, das wissen sie noch. Und sie haben nicht danach gehauen. Also ich habe aber auch ich habe mir ein Stück runtergezwungen, aber weiß ich nicht. Ich dachte, vielleicht ist das nur gegen meinen Geschmack. Kann ja sein. Ist ja möglich, ne? So, was machst du am liebsten? In der Badewanne liegen und träumen. Schlafen finde ich auch gut. Warst du dein Luftschlösser? Nö, ehrlich gesagt bin ich nur im Hier und Jetzt und im Schaumbad versunken. Oder in einer toten Meersalzlösung oder in Eine Lösung! Total medizinisch. Nein, also ich löse dann dieses tote Meersalz auf. Solange du dich nicht dann auch. Also nicht auch. Schaum. Auch beides. Also je nachdem, wenn ich denke, ich muss meinem Bindegewebe was Gutes tun, dann bin ich in diesem toten Meersalzzeugs. Liegt aber da so ein Spieltod. Das erste, was ich von Gabriella wusste, war, weil nachdem ich mir so bestimmte Videos, die von ihrem Netz grasieren, angesehen habe, dass sie überhaupt nicht Videos von dir überhaupt nicht abfährt auf Selbstbräuner. Das ist richtig. Das habe ich so. Kann damit einfach nicht umgehen und ich finde, es stinkt ja auch so ein bisschen. Es müffelt. Hast du schon mal diese Kakaobutter ausprobiert? Nein. Die gibt's bei Rossmann. Und wir dachten, die färbt nicht. Ja. Und dann hatten wir überall orange Flecken. Ja, und das ist nämlich orange. Die gehen dann nicht so schnell weg. Und ich finde es auch mal so toll, wenn dann die Handflächen. Ja, die Handflächen. Oder hier zwischen den Fingern, wenn das so orange ist. Ja, das mag ich auch. Total so unheimlich. Auch so dann habe ich mich irgendwann für eine natürliche Blässe entschieden. Adlige Blässe. Adlig. So. Man sieht fast die blauen Adern. Das stimmt, aber wir haben adliges Blut. Ganz, ist ganz schwach. So? Ja. Oh, das glaubst du denn nicht? Wir haben ein Fräulein von Kniestedt. Ja, in Kniestedt? Ahnen. Aha. Mhm. Wir haben die hat sogar eine kleine Kirche gebaut bekommen. Völlig verwässert, aber hätte wir haben gedacht, die Glimmerfeen sind von Glimmerfee. Von Glimmerfee, aber sehr stark verwässert. Ich glaube, man findet da nicht mehr viel blaues Blut. So, okay, wir werden albern. Sie machen nichts. Was machst du, um dich körperlich fit zu halten? Essen. Nein, ich versuche mich ja immer noch in Etappen mal so ein bisschen im Ballett und ansonsten mache ich so eine Art, das nennt sich Power Fitness, wo man wirklich von der Haarspitze bis zu den kleinen Zehen von meiner lieben Tanz- und Sportlehrerin Dagmar, falls du das siehst, ich lasse mich immer gern von ihr quälen, das mache ich und ab und zu gehe ich walken, aber... Ich war schon disziplinierter, finde ich. Ballett. Muss jetzt mal besser werden, ja. Warum? Wegen diesem Film Anna? Wegen der Serie? Nein, das fand ich immer schon. Ich fand irgendwie so als Kind fand ich das schon toll. Und habe dann aber keine so lange rühmliche Ballettelfenkarriere gehabt. Ich bin dann irgendwann da wieder ausgestiegen und jetzt in meinem etwas höheren Alter wieder eingestiegen. So richtig schön mit Spitzentanz? Nein, und nee, da, und das, so. Das geht gar nicht mehr. Also, das nicht mehr. Das geht nicht aber ich habe meine Gymnastikschläppchen und stehe da so an der Stange und verbiege mich oder mache irgendwelche Pliés oder
Hast du denn noch so ein hübsches Röckchen? Nein, habe ich nicht. Auch aus dem Alter bin ich schon. Aber Mann, die sind so hübsch. Das wäre ja noch ein Grund. Ja, wenn ich mich nur mal verjünge, dann. So, also wir halten uns körperlich fit mit der Wie. Ach ja, stimmt. Hier. Ja. Ja. Das so. Ding, was ich immer noch nicht kenne. Und was du kennenlernen wirst. Falls mich nachher jemand vermisst, ich bin unter irgendeiner Wii begraben. Die ist doch nur die ist doch nur so groß. Okay, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Wii kennengelernt. Da vorne siehst du das Brettchen, das Step-Ding. Ja. Ihr seht, hier stehen nicht nur Bücher. So, nächste Frage, wo wir doch schon bei körperlich fit war. Was isst du gerne? Ich esse unheimlich gerne scharf und vor allen Dingen besonders gerne scharf indisch. Nein, nicht scharf. Ich esse ja kein Fleisch. Nein, scharf im Sinne von gewürzt. Und also deswegen mag ich auch sowas wie nicht Pasta die arme Emmy. Rabiata und solche Geschichten. Da könnte ich mich wirklich drin wälzen. Aber ich mag auch einfach unheimlich gerne Gemüse und Salat. Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Fenchel, Lakritz. Ach ja. Ja, hier, High Five. Ja, das mir, wo ich ja, und gerne Fleisch immer auch nicht. Also, oh, na. Magst du Veilchenpastillen? Veilchen? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, sie gehören nicht zu meinem bevorzugten Lebensmittel. Ich hasse allein schon den Geruch. Weil ich an Mars. Alles, was hübsch finde ich sie. An Mars ist alles, was ich nicht darf. Oh. Kein Lakritz. Ich habe gerade an Mars-Sünden gedacht und das ist Lakritz, weil wenn jemand neben mir Lakritz kauft, dann kriege ich Zahnschmerzen. Lakritz, ne? Ja. Zahnschmerzen. Ich den Finger auf dich dort. So, und? Vier Finger auf deiner Seite. Und es ist wirklich so, wenn sie Veilchenpastillen. Riecht das richtig nach Veilchen und ich hasse diesen Geruch. Das hasst sie aber auch nur, weil sie hier dieses Buch von Brenda Joyce gelesen hat. Und immer wenn dieses Geistwesen, dieses Gespenst, diese stimmt, böse Frau da hat's kam, total dann hat es nach Isabels Veilchen Flug. Gerochen. Ich mag das Buch. Genau, und seitdem ist es aus für mich weiterhin. Ein Veilchenpastell. Auch wenn es ein ziemlich schöner, nee, ein schöner Kitschroman ist. Ich mag das Buch, ich stehe dazu. So, ja. Kitschromane sind Balsam für die Seele. Stimmt, ja. Sollte man eigentlich vom Hausarzt ab und zu mal verschrieben das bekommen. Ist so ein ach. Sex auf Seite 200 Buch. So, Sex ist, was? Das stimmt. Man hat es jetzt erst vor kurzem nachgeguckt. Man hatte so ein Buch in der Hand und hat gesagt, na, wollen wir mal gucken, ob jetzt auf Seite 200. Und wer schneller zu Sachen kommt, Shades of Grey oder das? Ja, Shades of Grey hat immerhin 100 Seiten gebraucht. Ich habe irgendwie als so das gehört, dass sie eine Weile brauchten, bis sie so ja. zur Sache kamen. Ich habe es ja immer noch nicht gelesen. Und weiterhin, ich sage, ich mag Shades of Grey. Okay, dann die nächste Frage. Hast du einen E-Book-Reader? Nein, bislang noch nicht. Kann sich ändern. Wir haben mal so ein ganz kontroverses Video gemacht. E-Books gegen Bücher. Und wir haben uns für Bücher ausgesprochen, weil wir Bücher lieben. Wir lieben es, sie anzufassen. Wir lieben ihren Duft. Wir lieben alles an ihnen. So, und rate mal, es gab total... Es gab Ärger. Ja, weil es ist unsere persönliche Meinung. Wir haben da jetzt nicht wirklich uns Fakten rausgesucht. Es geht jetzt einfach nur um die subjektive Meinung. Surft nicht nach dem Video, vergesst es einfach, dass es das gibt. Jetzt habe ich es erwähnt. Okay, ihr werdet vielleicht gucken. Nein. Nein. Wir stehen ja Wir stehen ja dazu. Nur also es wurde missverstanden. Also es sei denn, wir sollten jetzt irgendwann aus irgendwelchen Gründen dazu gezwungen sein, um die Welt zu jetten ständig und... so weiter, dann ich könnte man sich das überlegen. Ja. Also für einen Urlaub stelle ich mir das wirklich ganz attraktiv vor. Oder wenn ich jetzt in der S-Bahn viel sitzen würde oder in der Schule zum Beispiel. Mhm. Ich finde zum Beispiel Schulbücher auf dem E-Book-Reader finde ich super mega praktisch. Praktischer. Ja, und ich denke an so einen Koffer. Also ich bin so jemand, wenn ich dann meinen Urlaub fahre, was irgendwie jetzt auch nicht mehr so häufig vorkommt, dann stehe ich da vor ungefähr 30 Büchern, von denen ich irgendwie denke, ja, die hätte ich jetzt alle gerne dabei, weil ich weiß doch gar nicht, an welchem Tag ich in welcher Stimmung bin. Ja, jetzt schlepp mal 30 Bücher mit, dann bleibt der Bikini zu Hause. Oder ich meine, du musst eh, das funktioniert ja nicht. Und ich glaube, dafür ist so ein E-Reader, E-Book-Reader. Obwohl ich dann ja trotzdem eher eine Jeans zu Hause lasse, als nicht noch ein T-Shirt mehr. Ein Taschenbuch und ein T-Shirt mehr da rein zu quetschen. Ich das weiß nicht, halt das einfach über Gepäckgebühr. Es ist einfach, wenn man den ganzen Tag am Monitor sitzt. Also ich habe dann abends einfach lieber ein Buch in der Hand. Ja, abends so auf jeden Fall, klar. Also auch tagsüber. Also wenn ich jetzt nicht im Urlaub wäre, möchte ich auch gerne einfach das Gefühl zu haben. Einfach also jedenfalls sollte sich da jetzt nicht irgendwas ganz gravierend ändern, kommt uns keins ins Haus. So, nächste Frage. Schaust du auch mal nach, wo deine Bücher bei Amazon im Ranking stehen? Nein, würde ich nie tun. Doch, ich gebe es zu, natürlich tue ich das, klar. Also,
Vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn ein Buch neu raus ist. Ja, also das Interesse, ich gucke tatsächlich dann eher bei den aktuelleren und das ist morgens eigentlich fast das Erste, was ich mache, nicht direkt nach dem Aufstehen, aber wenn ich meinen E-Mail-Account öffne, beziehungsweise davor, gucke ich einmal, klar. Und manchmal auch nochmal abends. Ich bin ja auch immer neugierig auf neue Rezensionen und klar, also ich glaube, ein Autor, der sagen würde, ich gucke da nicht rein, dem würde ich jetzt einfach schlicht und einfach nicht glauben. Ja. So, dann siehst du gerne Filme oder auch Serien? Beides. Aber Moment, ich muss jetzt noch fragen, du bist ja auch bei Goodreads. Ja, also halb inaktives Mitglied. Also ich bin angemeldet und ich habe auch irgendwie Freunde, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, da wirklich auch was zu machen. Wie bei Lovely Books auch. Also ich kann nicht alles auf einmal machen. Gut, ja. Aber auch. Ich bemühe mich. Also, Filme und Serien. Beides. Gabriella ist schuld. Gabriella hat uns mit einer Serie angesteckt. Glee. Ja, mit Glee. Und ihr seid schuld, es fängt auch mit G an. Ich sag nur Gilmore Girls. Ja. Ja. Wir haben uns gegenseitig infiziert. Und heute, oder auf alle Fälle, ist sie noch dran. Sie muss einmal in die Big Bang Theory reingucken. Sie kennt die Nerds, unsere Lieblingsphysiker nämlich noch nicht. Und das werden wir heute. Sie muss Dr. Sheldon Cooper kennenlernen. Ja. Und ich weiß, dass ihr jetzt da ganz, ganz viele von euch sagen, die muss sie kennenlernen. Aha. Gut, ich werde nachher mal berichten. Wir haben teilweise 14 Millionen Zuschauer. Aber nicht in Deutschland, in den USA, aber das ist trotzdem... Also ich muss sagen, ich habe vor euch den Titel der Serie noch nie gehört. Er hat einen Emmy gewonnen. Als bester Schauspieler. Emmy gewonnen. Darf Emmy gleich mitgucken? Emmy darf mitgucken. Emmy darf mitgucken. Gut. So, welche Teesorten trinkst du gerne und gibt es ein Getränk für eine bestimmte Jahreszeit? Also ich trinke wirklich gern grünen Tee. Eigentlich auch jeden Morgen Becher und seit neuestem habe ich komischerweise Früchtetee für mich entdeckt, was ich vorher mal ganz total blöd fand. Speziell Sanddorn oder jetzt auch gerade, wo es noch ein bisschen wärmer ist, Pfirsich und Zitrone. Sanddorn ist aber verdammt gut, ne? Ja, und es hat auch sehr Vitamin C, viel Vitamin C und total lecker. Ich mag dieses Säuerliche ganz gerne, ich mache auch keinen Zucker rein. Und auch wenn es schon wieder beginnt, aus der Mode zu kommen, also wenn jetzt mal zum Thema nette Drinks, ich bin einfach totaler Aperol-Spritz-Fan. Den kann ich auch im Winter trinken. Ich weiß auch nicht, ich finde, das ist einfach so eine schöne Farbe, so eine gute Laune-Farbe. Was für eine Farbe hat er denn? Ja, so ein bisschen orange, so ganz hübsch und dann noch mit einer Orangenscheibe garniert und schön mit klirrenden Eiswürfeln. Ich finde das einfach super. Nee, noch nie getrunken. Kommt jetzt auf die Liste, das müssen wir noch ausprobieren. Also man... So, gibt es Zeiten, in denen du besonders kreativ bist? Meistens morgens. Also wenn ich noch nicht irgendwie alle möglichen Informationen an mein Gehirn gelassen habe, dann so. Und in der Badewanne. Ja, ja. Bei mir auch. Da habe ich bis jetzt immer meine besten Ideen gehabt. Im Tisch ist er weg. So, jetzt musst du so versuchen, bei den Fragen zu bleiben. Badewanne oder Dusche. Also das ist bei mir, ich brauche Wasser. Bei mir nur in der Badewanne. Dusche funktioniert irgendwie nicht. Also meine Dusche funktioniert schon. Aber das macht mich irgendwie mit diesem das ist mir so unruhig. Nein, also es ist wirklich, wenn ich mit Wasser in Kontakt komme, dann fließen die Gedanken wieder. Ah, wir sind zwar Luftzeichen als zwei Wassermänner, aber wir sind Wassermänner. Aber trotzdem irgendwie Wasser. Ja. Sina hat also auch unter dem Schreibtisch immer so eine kleine Wanne stehen. Ja, da steckt sie immer ihre Füßchen rein und plätschert. Aber nur wahrscheinlich, wenn es 40 Grad. Und dann hört man sie. Ja, hätte ich aber auch. Angst vor dem Stromschlag. So. Wenn die Füße im Wasser stehen, klar. Ja, besser, du hast ein vorsichtiges Kind. Genau, du kannst ja noch eine Gummimatte drunter stellen. Mein Vater hat immer gesagt, Gummischuhe, Gummimatte, Gummi. Aha. In jeglichen Lebenslagen vielleicht? Nein, also wirklich, wenn ich habe... Gummibärchen? Ich mag Strom. Nee. Also ich mag Strom. Mein Name ist Sina, ich mag Strom. Ich mag den mal weg. Ich mag ihn so benutzen, aber ich mag ihn also nicht. Also ich sehe da bittere Zeiten auf mich zukommen. Irgendwann haben wir hier so ein Windrad wie die Mennonites in Kanada. Das erzeugt Strom. Sag, ach ja. Ja. Ja, gibt's auch nicht dann. So. Ja, dann schicke ich sie demnächst hier irgendwie an den Bach mit dem Waschbrett und dann wird sie sich das mal ganz schnell überlegen, wenn sie die Wäsche oder könnte die Püppi irgendwie engagieren, die könnte doch irgendwas ankurbeln. Laufrad. Aber erzeugt auch Strom. Ja. Sie will ja keinen Strom. Magst du lange Spaziergänge?
Ja, also doch, also ich finde die Vorstellung von langen Spaziergängen immer total schön, aber am Strand? Ja, am Strand, aber nur wenn es nicht so kalt ist, was an der Nordsee immer total schwierig ist. Also ich muss da so ein bisschen in Stimmung sein. Ja. Also du bist nicht die. Also aber ich bin jetzt nicht so. Nee, um Gottes Willen. Nein. Oder am besten noch hier so mit Steigungen. Also immer schön. Ich bin keine Bergziege, nein. Nein, immer schön, ja. Aber das interessiert mich jetzt doch. Was? Kann man sich wirklich so völlig umorientieren? Ich meine, du bist ja wirklich geborene oder zumindest in München aufgewachsen und dann auch. Sie hat eben ein bisschen bayerisch gesprochen. Ja. Ja. Da kennt man deine Stimme kaum wieder. Ach so. Wir haben also wenn du mir irgendwie Schatz als Rebecca Fischer heute unterwegs. Die Bayern kriegen jetzt wahrscheinlich einen totalen Zusammenbruch, wenn sie das hören. Also lassen wir das lieber. Also du hast es nicht so mit den Bergen, du hast es wirklich gerne schön gerade. Ich glaube, das war meine Bestimmung, irgendwie nach Hamburg zu fahren. Du hast jetzt auch neulich so ein richtig tolles Bild gepostet von dieser... Von der Sansibar. So, und ich habe das gesehen und habe im ersten Moment gedacht, oh, den Ausblick hättest du auch gerne. Und dann sehe ich das Fototapete. War gar nicht bei Gabriela, sondern bei Sansibar in der Hafencity in Hamburg. Ja, aber ich dachte erst, boah, was für ein Ausblick. Das ist total toll. Oh, da will ich den ganzen Tag sitzen. Und dann, oh, das ist eine Fototapete. Mhm. Hast aber gut abgeknipst. Ich habe es erst im ersten Moment echt nicht abgerafft. Also, falls ihr sie da mal überraschen wollt, geht hin und knipst eine Fototapete. Schenkt ihr eine Fototapete. Ja, noch schöner. Was für eine hätten wir denn gerne? Wie bei Udette Tournemont mit Strand. Mit Nein, danke. Sonnenuntergang. Nein, danke. Ich brauche keinen Sonnenuntergang. Sie will keinen Sonnenuntergang. Kannst du dir Dinge, die dir einfallen, merken, bis du zu Hause bist, oder notierst du sie sofort? Ich glaube, das ist so die... war noch die Frage, meine Frage. Die Frage ist jetzt aber nicht ans Alter Nein, ich denke, das liegt daran. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Tagen ein Interview mit Cornelia Funke gesehen, mal wieder. Mhm. Und sie hat gesagt, Tipp für Schriftsteller, habt immer Zettel und Stift dabei, damit ihr es aufschreiben könnt. Zumindest einen Stift, damit ihr es wenigstens auf den Arm schreiben könnt. Du hast kein Diktaphon oder so dabei? Nein, ich habe tatsächlich auch so ein kleines Notizbuch. Mein Vater zum Beispiel hat immer ein Diktaphon dabei. Sehr gut. Ich besitze auch eins, ich habe es nur noch nie ausprobiert. Oh, das liegt da so fröhlich vor sich hin. Auf meinem iPod soll auch eins sein, versteckt irgendwo. Aber ich habe es ausprobiert, aber irgendwie bin ich dafür doch dann zu dämlich. Kann man als Autor Privates auch vom Dienstlichen trennen? Also wenn du ein Buch liest, kannst du abschalten von deiner von deinem analytischen Verstand und dich einfach reinlassen. Kannst du also von der Dienstfrau wieder in den Privatmodus? Das ist jetzt mal echt eine gute Frage. Also meistens schon, wenn mich ein Buch wirklich fesselt, dann bin ich einfach nur, ich kann es doch so beantworten, ich bin da eigentlich wirklich Leserin. Bei Filmen bin ich ein bisschen anders, witzigerweise, aber da bin ich einfach Leserin und entweder ein Buch fesselt mich, dann fange ich nicht an zu analysieren. Schwierig wird es, wenn es mir nicht so gut gefällt, dann vielleicht schon. Ihr kennt das leidige Thema mit unserer Kamera, also sorry, wenn das jetzt irgendwo abgebrochen ist oder so, es ist einfach nach so und so vielen Minuten, jetzt gerade war die Speicherkarte voll. So, dann kommen wir zu den Fragen, die man uns gestellt hat, die natürlich Gabriela auch super gerne beantworten kann. Und wir? Und das ist das Erste, was für Stellen markieren wir in Büchern? So, und da sage ich jetzt einfach mal, das sind entweder Stellen, die wir uns gegenseitig vorlesen, weil wir uns immer auf dem Laufenden halten, was der andere liest. Oder es sind so Stellen, die ich immer wiederfinden will. Das sind Zitate, das sind besonders schön geschriebene Stellen. Das sind Szenen, die ich auch teilweise lustig fand, weil ich bin ein Mensch, der wenig in Büchern lacht. Und dann mache ich, wenn ich mal wirklich laut loslachen musste, dann mache ich mir wirklich ein Poster dran. Das, also zumindest teilweise. Also für mich? Smiley? Nee, also es kam auch mal die Frage, ob ich das nach Farben mache oder so. Nee, dafür bin ich zu faul. Ich nehme das, was gerade da ist und das wird dann nur dran geklebt. Ihr wisst, wir nehmen diese kleinen Post-its, die es gerade gibt. Für mich ist es ganz einfach eben Sachen, die ich sie nochmal vorlesen möchte oder andere Bekannte damit quälen kann. Oder eben, es sind für mich Informationen, die ich irgendwo nochmal wiederverwerten möchte. Oder eben schöne Zitate, ganz besondere Momente halt. So, hier zeigt B-Punkt auch wieder irgendwas drin. Bin ich ja mal gespannt. In Pink.
Ich erinnere mich an die Domino-Theorie, nicht Therapie. Für einen kurzen Moment wendete er seine Aufmerksamkeit wieder den beiden Streithähnen im Fernsehen zu. Wenn man bestimmte Zustände nicht im Keim erstickt, dann breiten sie sich immer weiter aus, wie eine Reihe von Dominosteinen, die sich gegenseitig anstoßen. So, das ist zum Beispiel eine Stelle, die haben wir markiert in dem Buch. Wir beide irgendwann von Jay Asher und Carolyn Mackler. Auch nett, dass sie ihren Namen so klein gedruckt haben. Aber stimmt. Hackordnung. Das ist ja gemein. Ja. Aber wir, ihr seht, das sind einfach Gedankengänge. Betty Davis, die Bio, da habe ich es nämlich noch nicht getan und ich bereue es heute, weil da so viele Stellen drin waren, wie zum Beispiel, dass sie immer in einem Restaurant gegessen hat und dann hat sie da auch das Essen umsonst bekommen, weil sie dem Typen einfach sympathisch war mit ihrer Familie. So, und dann ist dieses Restaurant, beziehungsweise der Besitzer war nicht mehr da, weil sie die Schulden bezahlen wollte, die sie bei ihm hatte. Und das fand ich einfach so eine tolle Geschichte. Davon träumst du heute noch? Nein, nicht, dass ich davon träume, aber das ist eine tolle Geschichte, die ich unheimlich vielen Leuten erzählen wollte, aber ich kriege sie ja selber nicht mehr so auf die Reihe. Und jetzt mich durch dieses 300-400 Seitenbuch wieder quälen, um die wiederzufinden, nein, danke. Und da habe ich es einfach vermisst und ab dem Zeitpunkt meines Steve Jobs Bio ist voll mit Markern oder Stephen Fry. Warte. Das ist ihr Thema. Da, Stephen Fry sieht so aus. Ich glaube, du magst ihn. Ja, natürlich. Ja, Elia mag Stephen Fry auch nicht. Also es ist einer meiner großen Helden. Ich habe gerade erst wieder ein großes... Ach ja, da kommen wir zu den Sachen. Du hattest ja eben gesagt, was du am liebsten magst. Ja, was magst du denn? Oder magst du überhaupt was? Also nicht ganz so häufig, aber dann eigentlich so wie du. Also besonders poetische Sätze oder einfach Gedanken, wo ich denke, ach Mensch, darüber könntest du ja nochmal nachdenken, wozu es dann meistens nicht mehr kommt. Aber der Wille war da. Genau. Oder einfach besonders schöne Wortschöpfung. Mhm. Also zu der Frage, was wir auch gerne machen. Also ich am allerliebsten gucke mir Interviews an. Das ist eine Macke von mir. Also ich gucke dann auch gerne, ich habe gerade mir ein einstündiges Interview vor 2 Tagen mit Stephen Fry reingeknallt und das hat mir total gut getan. Ma musste das Ganze dann ertragen, wie, weil, weißt du, was er gesagt hat? Und darüber müssen wir nochmal nachdenken. Und dann gebe ich das auch mal ganz gerne weiter und ich gucke immer Ferguson. Genau, Mama weiß es. Craig Ferguson. Die amerikanische Talkshow. Schottischer Akzent. Ah, ja. So, also Schotten, aufgepasst. Ihr habt hier das ein billiges Ohr. Zuhören. Oh, das ist schon toll. Und ich mag es einfach, seine Interviews. Also Interviews sind für mich wie Heroin. Ich liebe Interviews. Und das ist das Liebste, was ich mache. Ich gucke mir gerne Interviews an. Interview mich doch mal. Das tue ich den ganzen Tag. Naja, vielleicht nicht so ergiebig. So, dann kommen wir zu der Frage, wann hören wir Hörbücher? Wir hören Hörbücher entweder, also zusammen hören wir sie beim Kartenspielen. Das geht wunderbar, wenn man Skippo spielt, weil zu Skippo braucht man wenig Verstand. Ich habe es im besoffenen Kopf gelernt. Silvester irgendwann. Skippo. Ein Kartenspiel. Mhm. Du musst nur ein bisschen zählen können. Also es ist jetzt 10. Oh, eine Herausforderung. Du musst bis 12 zählen können. Ach ja, stimmt, es sind 12 Karten. Also bis 12. Aber macht die. Also wir haben einen Kinderschwindel. Und jetzt wissen wir auch, warum sie so selten gewinnt. Ja, und dabei kann ich wunderbar zuhören. Dabei können auch bei mir Bilder im Kopf entstehen. Man soll es kaum glauben. Und ich höre es gerne bei der Hausarbeit, beim Essen. Ich stöpse mich gerne weg. Ja, also ich höre zwar auch sehr gerne Hörbücher, aber meistens dann eben in der Entspannungsphase, wenn wir halt spielen. Ich höre sehr gerne Hörbücher vorm Einschlafen direkt. Das ist für mich der perfekte Absacker. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe durch das Hörbuch hören, habe ich zum Buch gefunden. Weil ich unheimlich gerne... Ich hatte nie Zeit für Bücher oder ich habe mir nie die Zeit für Bücher genommen, weil so ein Buch dauert lange, das zu lesen. So, und das in meinen Ablauf einzubauen, das fiel mir total schwer. So, dann habe ich mit Hörbüchern angefangen. Ich habe sie mir aus der Bücherei ausgeliehen und ich habe gemerkt, das klappt. Da kann ich wunderbar die Stoffe, die ich gerne gelesen hätte. So, und dann irgendwann wollte ich Bücher lesen. Ich weiß noch, das erste war Stephen Fry.
Deswegen, wo ich gesagt habe, das Buch willst du gerne lesen, aber du hast dazu kein Hörbuch, also musste ich lesen. Und dadurch bin ich ans Lesen erst gekommen. Ich bin also letztlich über die Hörbücher zum Lesen gekommen. Das ist doch toll. Super, super Einstieg. Ja, weil es sich einfach leichter in den Tagesablauf intrigieren. Hörbücher intrigieren, nicht? Aber sie lassen sich integrieren. Genau. Genau, das Sie Wort. Sie sind ja eine Integration. Das ist immer böse bei mir. Das Wort kriege ich das nie Das ist hin. Aber auch gemein. Es gibt gemeine Worte. Und wo hörst du Hörbücher? Hörst du Hörbücher? Ich höre ganz selten jetzt wirklich Hörbücher, weil ich eigentlich lieber lese. Also ich lasse die Fantasie wirklich lieber durch die Buchstaben in meinem Kopf entstehen. Sprecher bringen das Ganze schon in eine bestimmte Richtung. Aber ich habe jetzt von Alex Capu dieses, ich wollte gerade sagen Lyon Solena, das war von Büchner, also diesen Paris-Roman bei mir Kaffee? Liegen. Nee. Ich schäme mich jetzt gerade, aber das auf jeden Fall ist es ein französischer Roman, der sehr toll sein soll und da freue ich mich schon drauf. Gelesen von Ulrich Nöten, den ich auch als Schauspieler ganz toll finde. Also ich habe eigentlich auf meinem iPod habe ich immer Odette Tout le Monde drauf, tolles das Hörbuch. Ja. Und Wind in den Weiden, aber da brauche ich nur die erste CD, weil ich komme da nicht ziemlich weit. Spätestens am Fluss schlafe ich da nicht mehr. Oh. Das ist also für mich wirklich die absolute Einschlafdroge. Auch Odette Tout le Monde, ich schaffe es da meistens gerade noch bis zur Signierstunde und dann nicht mehr hier an derselben Stelle. Ja. Ich habe nicht mehr hier mein Lieblingshörbuch. Mein Lieblingshörbuch ist das Märchen. Es ist, modernes Märchen. Sina, ja, die Brautprinzessin. Ich sag dir, das wird dir auch gefallen. Also es ist total schön, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Märchen, wo gleich am Anfang die eine sich an Schokolade so dick frisst, dass der König sie nicht mehr ansieht. Das tut sie aber nicht freiwillig, das ist eine Intrige. Es ist eine Intrige von der Königin, weil sie immer gesehen hat, oh, er guckt die Dienstmark an. Dann hat sie überall im Schloss Pralines und so verteilt, damit das Küchenmädchen dick wird. Da kann man echt noch was von lernen. Und kaum hat die Königin es geschafft, dass ihr Mann nicht mehr dieses Dienstmädchen anguckt, da verliebt er sich in ihre Mutter und die Königin hat dann ein Magengeschwür, obwohl man es damals noch nicht Magengeschwüre nannte. Also es ist immer dieses, sie hatte ein Magengeschwür, obwohl man es damals noch nicht Magengeschwür nannte. Er hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Campino von den Toten Hosen hat gesagt, wer dieses Buch nicht liebt, der ist nichts für mich. Das hat Campino gesagt. Das hat also sofort jetzt wird aber also jemand jetzt werde ich wach. Und das Hörbuch du, ist gesprochen von Campino, die Toten Hosen, hier die Ärzte-Fans. Ja, ja, wir müssten uns eigentlich prügeln. Nein, wir prügeln uns. Zumindest nicht vor laufender Kamera. Es ist, jedenfalls ein Lied. Ein bisschen boxen. Oh, da kommt gleich der Ohrring schon runter. Es ist ein ganz, ganz tolles Hörbuch. Gesprochen von Jochen Malmsheimer, glaube ich. Und von Bela B. Bela B. Oh. Ja, und da ich Ärzte-Fan war, habe ich das zum 18. Wieso? Ja, bin ich. Du war auch Ilo jetzt wert. Hallo. Ich bin Ärztefan. Nein, es war, ich musste einfach dieses Hörbuch haben, weil Bela B. spricht was. Obwohl ich nur das habe. Egal. Und glücklicherweise hatte Sina dann ja Geburtstag und ich habe versucht als Mutter ja alles, um seine Brut ans Lesen zu bekommen. Und dann hat sie dann halt die Brautprinzessin bekommen. Ja, und ich fand es ganz toll. Es beginnt ja erstmal mit dieser Geschichte von, lest es selbst. Genau, lest es selbst. Es ist toll, es ist mein Lieblingsbuch. Ich muss es mir nachher angucken. Es ist das Buch, was ich am meisten liebe. Also es ist unhässlich. Ich habe eine Ausgabe, die ist so hässlich, dass ich sie überhaupt nicht gerne zeige. Nee. Das ist bis C. Regalvideo. Nee, das ist hart. Aber wir sind jetzt jedenfalls ausstaffiert. Wir haben den Film, wir haben das Buch, wir haben den Soundtrack. Ich würde noch sagen, irgendwas? Ich glaube, wir haben das. Und ist ja auch egal. Irgendwo steht es hier. Aber Klett-Kotte hat jetzt eine sehr schöne Ausgabe rausgebracht. Ja, die sieht wirklich gut aus. Meine ist pottenhässlich. Ja. So, dann kommen wir zu der Frage, was auf Englisch haben wir das Ding auch noch. Was auf an Kinderbüchern so toll sein soll. Und weil wir viele Kinderbücher lesen, wir hatten Anfang des Jahres damit angefangen und jetzt kommen wir nicht mehr los. Und das ist, weil sie absolut kreativ sind. Ja. Sie sind so kreativ, dass es nicht, sie halten sich nicht unbedingt an Logik. Man kann da, ja, ich habe ja zum Beispiel gelesen, strengstens verboten. Und dieses Buch ist wirklich
Völlig fantastisch, völlig durchgeknallt. Ein Hotel, in dem es Zimmer gibt, die wie ein Flipperautomat sind. Es gibt ein Zimmer mit Robotern, es gibt ein Zimmer mit ganz vielen Teilchen. Es ist einfach nur toll. Es gibt einen Entenaufzug. Es ist einfach nur klasse. Es ist so fantastisch, dass man einfach in diese Bücher, ja, es ist einfach mehr. Es ist einfach so, dass man diesen Autoren keine Grenzen setzt. Sie können sich völlig frei entfalten und sie können so kreativ sein, wie sie sein wollen. Und genau das lieben wir an Kinderbüchern. Und ich glaube, man holt sich damit auch selber wieder ein kleines Stückchen Kindheit zurück. Wenn wir haben uns jetzt zum Beispiel nochmal gekauft, obwohl wir die DVDs auch haben, die Michel-Bücher. Oh, Michel ja. aus Lönneberger. Es ist toll. Und ich liebe ja die Jax-Bücher, also wir werden nicht von Jax gefressen oder so und so von C. Alexander Landon. Und die Bücher sind so fantasievoll, so genial und so toll geschrieben mit Willi der Wörterwurm oder wie das Ding heißt, also Wörterwurm, das weiß ich, den Begriff. Und mit diesen Running Gags und es ist so weird, so durchgeknallt. Jetzt im letzten läuft der Vater in einem rosa Bademantel über Schiffdeck und ich habe gedacht, oh mein Gott, das würde kein anderer Autor einbauen in der Erwachsenenliteratur. Naja, jedenfalls, Kinderbücher sind mega kreativ, was sagst du? Also mir macht das ja auch total Spaß, weil da kann man sich wirklich austoben und dieses berühmte innere Kind mal so ein bisschen erwecken. Und mein Traum wäre ja immer noch auch so ganz tolle Illustrationen dazu zu haben. Also ich habe ja hier auch ein Buch von meiner Kollegin Alice Pantermüller mitgebracht. Also wenn da noch diese zweite Ebene dazu kommt, in welcher Form auch immer, dass einfach durch Bildsprache nochmal was anderes erzählt wird oder so kleine fiese Gags eingebaut werden, das finde ich total toll. Wir sind jetzt hier auf dem Trip. Ich weiß nicht, ob ihr den Illustrator Chris Riddle kennt. Von dem hatten wir ja schon die Otto, oder ich hatte schon das eine Ottolin-Buch, jetzt räumen wir aber richtig ab, Zwiebeln kehlen hier, voll die neuen. Jedenfalls hatte ich schon ein Ottolin-Buch von ihm gelesen mit der gelben Katze und hatte mir jetzt das zweite gegönnt. Oh, Crystal, wir sammeln die Bücher. Wir sammeln jetzt die Bücher. Ja, und ich könnte mich vor Wut in den Hintern beißen. Ja, weil wir hatten damals das Twig-Buch und das hatte uns ja so nicht gefallen vom Text her, aber die Illustration, deswegen hatten wir es uns auch gekauft. Wir haben es dann weggegeben und das ärgert. Wir haben sowas. Ich glaube, falls jemand Weihnachtsgeschenkideen für die Damen hier sucht, das ist hier ein wahrer Quell. Chris Riddle ist echt toll. Chris Riddle würde ich auch weggeben. Du musstest ja eben auch schon leiden. Ich musste nicht leiden. Insofern habe ich gelitten, weil als ich hier ankam, nur das und das und das und das. Und ich konnte kaum irgendwie. Murmel das Pony nicht mehr. In Murmel, dieses kleine Murmelteil. Sag jetzt nichts Falsches. Mr. Munro ist auch sehr süß. Nein, also es war wirklich so, dass ich andauernd nur noch irgendwie mir Notizen gemacht habe. Also, Jan Muschinski, der Mann ist irgendwie unwerfend. Er hat gleich seinen Auftritt. Ja, genau. Also jedenfalls habe ich mir permanent nur, das konnte ich mir dann alles nicht mehr merken, eure tollen Tipps, alles aufgeschrieben, was ich gern hätte. Wenn ihr zum Beispiel Dark Lord lest, ne? Dark Lord ist sowas von kreativ. Da ist dieser Sauron, Herr der Ringe-Typ und der wird in den Körper eines kleinen Kindes katapultiert. Und diese Ideen, die er hat, also der Autor, war doch ein Autor, ne? Thompson? Ja, Spieleentwickler, ich habe es nachgegoogelt. Und auch ein Spieleentwickler. Ja, Spieleentwickler, schreiben gerne Kinderbücher. Von dem Wicked Hotel, also streng verboten, ist auch ein Spieleentwickler. Und das merkt man auch. Jedenfalls Dark Lord zum Beispiel ist sowas von toll. Also es war ein Buch, was mich auch total begeistert hat, weil es einfach so kreativ war und so lustig. Weil du siehst dann plötzlich die Welt, unsere Welt, unsere ganz normale Welt. Nein, du kriegst keine gewischt. Ich kann das einschätzen. Ich möchte bitte eine Plexi-Scheibe. Hat nicht jemand eine Plexi-Scheibe? Siehst du durch die Perspektive eines Dark Lords, eines Menschen, Menschen in Anführungsstrichen, wie Sauron oder wie Darth Vader, also so ein böses Materium sitzt da jetzt auf der Welt in der im Körper eines Kindes und versucht seine Tricks, um die Menschen zu unterwerfen. Es gibt eine Rezi, aber hallo Leute, das Buch ist toll und es ist ein Kinderbuch. Und ich glaube, Sina mag das Buch. Ach. Ja, ich weiß auch nicht wie. Ich mag Kinderbücher. Aber hallo, ich hatte gerade sind wir in einer Selbsthilfegruppe. Kennst du diese Serie Pushing Daisies? Ich habe nur davon gehört, dass das nicht irgendwo kann, aber es ist. Da gibt es ja im Auto. Nein. Da gibt es im Auto das war so eine Trennscheibe aus Plexi.
Und ich glaube, die wäre echt gut. Wenn jemand tot ist, dann fasst er den an. Aber dann doch irgendwas auch eine Minute tot. Also eine Minute, sonst stirbt jemand anderes für den, den er erweckt hat. Oh Gott. So, und er erweckt seine. Voll der Stress. Und er hatte seine größte Liebe, die liegt da in dem Sarg. Gleich in der ersten Folge. Und er berührt sie und er schafft es nicht, sie nochmal zu berühren. Er darf sie jetzt ja nie wieder anfassen. Und das verfolgen wir über wie viele Staffeln dann? Zwei leider nur. Und es ist so weird. Aber es sind so tolle Farben gekleidet. Das war so richtig nachkoloriert. So ganz poppig. Wow. Also das ist toll. Aber wir waren bei den Kinderbüchern. Wir brauchen es nochmal auf Blu-ray irgendwann. Wir waren bei den Kinderbüchern. Durch, glaube ich jetzt. Ja, wir sind durch. So, und dann kommen wir zu der Frage, wer die Kanalhintergründe. Wir haben unseren Kanal Halloween-mäßig gekleidet. Und das weil ist wir das lieben schlaue Halloween. Kind, das sowas kann. Und sie macht das mit Photoshop und wir kaufen die Fotos oder diese Bilder, die kaufen wir dann eben. Im Internet. Ja. Hallo, denkt an die Rechte. Also wenn ihr so etwas macht, also denkt nicht einfach daran, die Peanuts da hinsetzen oder Twilight oder so, eine, ist dann echt bösen bevor es eine Abmahnung oder so gibt, kauft die Bilder. Ja. Es gibt da im Internet Anbieter wie Fotofolia oder so, kauft die Bilder. Also das ist mein großer Rat an euch, kauft sie wirklich. Und sie kosten auch nicht viel. Also ihr müsst jetzt da nicht einen Zehner oder so ausgeben, teilweise kriegt ihr die Bilder für 1 Euro. Aber kauft sie. Ne? So, was lesen wir gerade? Ich lese Der Feuerstein und ich weiß, dass es einige von euch vom Cover sowas von anmacht, wie zum Beispiel mich. Ich finde gerade dieses Lesezeichen total scharf. Das ist Rebella. Ah, das ist Rebella. Hier. Koppenrad Verlag, Lesezeichen. Ihr wisst, wir sammeln dann immer total durch. Schön, ist das toll? Aber nein, ist es natürlich deins. Ich habe noch ein ganz tolles, ich mag ja eigentlich nicht Prinzessin Lilifee, aber ich habe eins von ihr im Ballettding. Ich und Ballett. Ja, klasse. Ja. Aber der Spiegel ist so permutschimmernd im Hintergrund und deswegen habe ich das immer, zum Beispiel in Shades of Grey steckte dieses Prinzessin Lilifee-Ding und wann immer ich es aufgeschlagen habe, ich gedacht, das ist so sehr Prinzessin Lilifee. Echt, wie ganz toll. Was war jetzt zum Feuerstein? Ja, der Feuerstein ist nicht mein Genre. Das sei vorweg gesagt. Ich habe Anfälle gekriegt am Anfang dieses Buches, weil die Protagonistin ist echt fett. So, und es geht nur ums Essen. Und das war ja schon ein Grund, warum ich Kuss des Tigers abgebrochen habe. Aber hier habe ich mich jetzt wirklich durchgezwungen durch die ersten Seiten und plötzlich macht diese Frau so eine Entwicklung, dass ich jetzt da echt dran sitze und denke, mein Gott, sie entwickelt sich. Das ist jetzt das erste Buch, wo ich sage, die Protagonistin macht wirklich eine Entwicklung durch, nicht nur optisch, sondern auch, dass sie sich entwickelt vom Charakter her. Und sie wird eine ganz, ganz tolle Person sein am Ende dieses Buches und es ist eine Trilogie oder so und deswegen muss ich mehr lesen. Dabei spielt es ist High Fantasy. Frage, ist sie dann trotzdem weiter? Sie ist weiter. Ah, dann bin ich ja beruhigt. Gut. Also es ist nur, dass sie einmal durch eine Wüste gehen muss, weil sie es muss. Also das ist jetzt der Diät-Tipp hier an dieser Stelle. Geht Leute gehen einfach aber da ist zum Beispiel, ein Typ, sie sieht ihr altes Nachthemd und dann sagt sie zu ihm, ja, das möchte ich behalten, weil es mich an mein altes Leben erinnert. Und er guckt sie an und sagt, keine Sorge, irgendwann wirst du da wieder reinpassen. Und sie denkt so, hallo, ich will da nie wieder reinpassen, aber dieser Typ ist einfach total toll. Es tut uns total leid, die zweite Speicherkarte war jetzt auch rappelpappel voll und deswegen mussten wir jetzt erst gerade 15 Minuten umspeichern, bevor wir das jetzt drehen konnten. Deswegen fangen wir jetzt auch an nochmal mit Nicola Barrault. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wo die Schnitte sind. Es tut mir leid, wenn vielleicht Wiederholungen drin sind oder so. Aber wir fangen jetzt einfach an mit Nicola Barrault. Fangen wir jetzt einfach mal an mit Nicola Barrault. Ja, ich kann zu dem Buch, und das ist jetzt wieder abscheulich, also nicht so viel zu sagen, weil wir kommen hier ja heute sehr zu Wort. Ich bin jetzt erst auf Seite 14, da kann ich natürlich noch nicht unheimlich viel darüber erzählen. Es handelt, ja, der Titel sagt es, eines Abends in Paris. Es handelt von Paris und von einem alten Kino noch mit Plüschsesseln. Und ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass es von Woody Allen inspiriert wurde, das Buch. Wer Midnight da in Paris wahrscheinlich. Inspiriert, weil, wie heißt der Regisseur, der dann wie die einen Film drehen nicht, wird? Das will ich nicht wissen. Er heißt Alan Woods. Ich will das gar nicht wissen. Oh, wie subtil. Ich will doch sowas. Ja.
drängt sich auf, der Verdacht, ne? Vor allen Dingen, wenn man Midnight in Paris gesehen hat. Also ich lese den zwar den, hinten das, den Gabriella empfohlen hat. Ja, ich habe ihn empfohlen, das da. Habt ihr ihn gesehen? Ja, ja, ja. Und weißt du, was ich danach getan habe? Danach bin ich auf Amazon gegangen und ich habe klick, 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 klick mir Biografien auf die Wunschliste gesetzt. Ach so, von all den tollen Menschen, die darin vor und allen ja, persönlich. Ja, die Frau von Fitzgerald. Mhm. Ich komme jetzt gerade nicht. Zelda. Zelda? Zelda. Hast du über die schon mal was gelesen? Nein, wollte ich aber immer. Es gibt ein Buch, was sich total spannend anhört, von ihr eine Biografie und die will ich unbedingt lesen. Ja, ja, also irgendwann komme ich vielleicht nochmal dazu. Zurück zu Nicola. Ich kann jetzt nichts mehr dazu sagen. Ihr kriegt eine Rezi, wenn sie weiterhin gefällt. Genau, das ist doch schon mal was. Ja. So. Und hier dieses Kochbuch liest du auch gerade? Nee. Da kommen wir gleich zu. Okay. Was liest du denn gerade? Was liest du denn? Also ich habe auf der Bahnfahrt hierher beendet und das ist jetzt noch nicht ganz begonnen. Dieses ich halte Gott, das ja, für dich. Vielen Dank, das ist ganz lieb von meiner lieben Kollegin Alice Pantermüller. Den zweiten Band, der erste Band war Lotterleben, da habe ich mich schon total kaputt gelacht. Und hier habe ich eigentlich gedacht, das könnte ich mit Emmy lesen, weil es heißt ja voll belämmert. Es geht nämlich da um die Lemmer Girls. Das ist allerdings ein akustisches Missverständnis. Also es geht nämlich um so eine Zickenklicke, die eigentlich die Glamour Girls heißen. Aber es ist ein unglaublich witziges Buch mit ganz tollen Illustrationen von Daniela Kohl. Ja, ja, wir haben also wirklich sehr subversiv alles. Ich habe sogar, glaube ich, mein Lesezeichen. Du musst es so kippen, dann kann man sehen. Naja, mein Lesezeichen da extra. Oh, und den Brief, den ich nicht eingeworfen habe. Um hier so mal ein bisschen zu zeigen, wie sich das Ganze strukturiert. So. Genau, aber ich finde einfach, ihr guckt euch das Buch in echt an oder beide Bücher oder am besten kauft sie euch. Ja, wir haben es eben auf der Terrasse also uns angeguckt. Es ist total witzig. Es ist wirklich tolle Illustrationen, also witzig. Es sieht total toll aus. Und das ist, wie gesagt, nicht nur toll illustriert, sondern Alice Pantermüller schreibt einfach zum Schreien komisch. Also das finde ich wirklich richtig toll. Und gerade auch die ersten zwei Seiten, so ungefähr, habe ich begonnen mit dem zweiten Band der Magic Girls von meiner lieben Kollegin Marlise Arold, wo ich schon von Band 1 total angefixt war und jetzt unbedingt natürlich wissen möchte, wie es mit den Damen weitergeht, die ins Exil gegangen sind und ihren arm verwünschten Vater, der als Leguan in einem Käfig lebt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Hast du schon und, gehört, dass es davon jetzt bald für ältere, etwas ältere Mädchen Magic gibt. Magic 8 oder so? Nee, okay. Magic 8 oder Magic 8 ist Magic 8. Ach nee, Magic 8 ist das hier. Das ist das hier, das stimmt. Das Buch. Entschuldigung, das ist das Buch, was ich zu Hause noch gerade lese. Ja, aber im Oktober kommt das, glaube ich, raus, ne? Ach so. Super, also kann ich nur empfehlen, beides absolut tolle Bücher und da freue ich mich schon bei der Rückfahrt, werde ich das dann. So, zusammen lesen wir Danny Wallace und er ist gerade nicht hier, aber Danny. Oh, er ist hier. Wer nutzt eine Pause? Ich nutze die Pause, ja. Und guckt er, warte mal, ich muss jetzt einfach mal dieses wunderbare Lesezeichen zeigen. Es ist von Socke. Kennst du Socke? Ja, habe Socke. Ja, natürlich. Wer kennt Socke nicht? Der ist einfach total klasse. Ist dieses Lesezeichen nicht wunderbar? Überall hängt jetzt momentan so eine Socke raus. Wir haben nämlich unsere Koppenrad-Lesezeichen, ja gut, außer ich jetzt, ne, in dem Buch, aber wir haben sie durch Socke ausgetauscht, weil das spricht jetzt für dieses Buch, dass ein Sockenschuss Teil drin hängt. Also es ist Danny Wallace und wenn ihr unseren Kanal verfolgt, wisst ihr, dass wir absolute Danny Wallace-Fans sind. Absolut. Wir haben ja auch gerade von ihm zusammen das Buch gelesen und irgendwie ich. Und wie geht es dir geht es dir so, wie er seine also 12 Freunde aus seiner Kindheit nochmal wieder trifft? Dieser Autor hat mich schon so inspiriert. Er ist so lebensbejahend, dass ich seine Werke echt liebe. Ich liebe sie. Weil er redet nicht lange, er tut, er macht, er sagt jetzt nicht bloß, oh, wäre das vielleicht schön, wenn ich meine 12 besten Freunde aus der Kindheit mal wieder treffen würde. Nein, er tut's. Er nimmt sich das wirklich vor, er macht sie auswendig, er trifft sie und schreibt darüber in den Büchern. Und das ist jetzt sein erster Roman, weil sonst hat er den Ja-Saga verfilmt mit Jim Carrey und Zooey Deschanel. Zooey Deschanel liebe ich zum Beispiel. Die ist ganz toll. Eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Mhm. Und das zweite Buch wurde nicht verfilmt, aber war ebenso gut. Und er hatte noch, glaube ich, irgendwas hatte er überhaupt noch über die Sekte, die er geschrieben Also er ist wirklich ein Mann, des. Ja, er hat Blödsinn im Kopf. Und er macht es. Er,
er baut solche Sachen auf, er findet sowas witzig, er probiert Sachen aus, er macht einfach, er ist wirklich ein Ja-Sager, er ist wirklich der Yes-Man geworden, der einfach erstmal Ja sagt, bevor er Nein sagt, lieber Risiken eingeht. Und wir haben es im Kanal verlinkt, der Ja-Sager, und von ihm wird es bald eine Rezi, oder wir werden bald eine Rezi drehen zu, und wie geht's dir so? Und Danny Wallace ist einfach ein Idiot. Und das ist von uns das schönste Lob, was wir jemandem geben können, weil wir Idioten lieben. Genau. Und dieser Idiot liegt uns ganz besonders am Herzen. Er schreibt richtig toll. Er hat immer ganz, ganz tolle Ideen. Er hat vor allen Dingen eine super taffe und coole Frau, die ihn arbeiten lässt. Er muss also immer, wenn er irgendwelchen Blödsinn fabrizieren will, muss er Männerpunkte sammeln. Das heißt, er muss sich im Haushalt nützlich machen. Ein Zimmer streichen. Ja, da kommt man auf gute Ideen. Er ist von ein der toller. Frau kann man nur lernen. Er ist ganz, ganz toll. Und, ich wollte gerade fragen, kann ich die auch haben? Das ist ja Quatsch. und das ist das Schönste. Er hat auch, er kann Deutsch. Er kann Deutsch und er hat etwas auf Deutsch abgedreht für den deutschen Markt jetzt zu diesem Buch. Und das hängen wir euch einfach unten in die Infobox. Wir haben es euch schon mal drunter gehängt, aber Danny Wallace ist einfach von mir ein Herzensautor, den ich total schätze, total liebe und der mich sehr, sehr inspiriert hat. Das muss ich mir aber jetzt dann auch nochmal angucken. Du darfst. Vor allen Dingen hier, das, und es hat Klick gemacht. Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Das sind ja auch mal so zentrale Fragen. Ich glaube, das ist so dick, ich habe Angst. Nee, aber guck mal, wie groß es geschrieben ist. Ja, da kommt man durch. Ja, das ist fast schon jugendmäßig groß geschrieben. Jugendmäßig, eigentlich nimmt es im Alter ab mit der Sehstärke. Okay, dann sagen wir, es ist extra groß. Also es ist noch kein extra Großdruck, sondern nein, man kommt gut durch. Lesefreundlich. Okay, dann kommen wir zu der Kategorie, was haben wir gesehen? Und wie wir gesagt haben, sie hat uns nicht nur mit Glee angesteckt, sie hat uns auch mit, was hast du, auch mit G? Gossip Girl. Jetzt bin ich schuld? Ja. Alles okay. Mit G. Okay. Ich habe mal gesagt, Gabriele Engelmann mag es auch. Das ist schon mal ein gutes Empfehlungsschreiben. Ja, also wir haben Big Bang wieder geguckt. Das ist ja immer dann, wenn wir ein bisschen abgenervt oder gestresst sind, ist Big Bang ja unser Notfallkoffer. Und wir haben wieder gestern Abend zwei Folgen Gossip Girl. Obwohl ich Blake Lively als Serena nicht mehr mag. Was? Ich oute mich. Ich mag sie nicht. Ich mag sie überhaupt Aussehen nicht. Hier oder wie sich der Charakter entwickelt? Erstens vom Aussehen, weil ich nicht ihr Gesicht mag. Ich finde diese Frau so wunderschön. Ich muss sagen, ich bin totaler Blair-Fan geworden. Achso, nee, ich ja jetzt eher nicht so. Doch, ich finde, sie ist einfach die Verletzlichere. Du bist ja auch schon ein paar Staffeln weiter. Ich finde einfach, sie ist verletzlicher als Blake. Das stimmt. Sie ist verletzlicher. Also ich finde, sie ist die bessere Schauspielerin. Sie hat zwar eine Rolle. Sie hat ein wesentlich besseres Minenspiel. Ja, und sie hat ein tolles Minenspiel. Und ich liebe Chuck. Ich liebe Chuck. Und das war am Anfang so. Ich hab echt gedacht. Am Anfang habe ich ganz schrecklich. Am Anfang habe ich gedacht, wie konnte man so einen hässlichen Kerl casten? Das ist das Biest. Wir haben schon wieder das Thema, wir hatten das neulich, Beauty and the Beast. Die Schöne und das Biest. Ja, so, und so ein Biest. Und so aber länger, er ist auch ein super Schauspieler. Umso länger man ihn ansieht, ich finde, er entwickelt sich. Ich finde einfach, er wird von Folge zu Folge schöner und er ist in meinem Ansehen immer mehr gestiegen. Mittlerweile ist er schon der Märchenprinz. Komm erstmal zu Staffel 5, Sina. Und Chase Crawford, wir hatten gestern Abend noch die Sache. Der spielt Nate, oder? Ja, Nate. Ja. Oh, nee. Und ich liebe diesen Namen Nathaniel. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsnamen. Aber trotzdem, dennoch. Ich kenne nur diesen Dämon, Nathaniel. Ja. Dämonen? Nee, nein, aha. Das ist der Zauberlehrling. Nein, das ist der Zauberlehrling. Bartimäus ist der Dämon. Bartimäus. Ja. Oh, Bartimäus ist eine tolle Reihe. Da sollte ich dir mal schweifen. Ja, aber ich meine, ja immer schon mal sagen. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Bartimäus ist eine tolle Reihe. Ich habe die jetzt schon dreimal gelesen. Also den ersten Band, die anderen Bände mag ich nicht. Also was von wegen tolle Reihe. Der erste toller Band Start. Ist super. Total toll. Ich liebe den ersten Band und ich habe ihn dreimal gelesen, zweimal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Also ich liebe diese Serie. Aber Gossip Girl, ihr wisst vielleicht eventuell, wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt, ich lese die Bücher unheimlich gerne. Und ich finde es ganz, ganz schade, dass sie zum Beispiel den veganen Bruder von Blair nicht eingebaut haben. Also ja, den der ist jetzt leider weg. Ja, und ich hoffe ja, Bruder? Ja,
Als Stiefbruder. So. Sie hat einen Bruder und sie hat noch einen Stiefbruder. Und dieser Stiefbruder ist ein Veganer und er ist total verliebt in Blair. Und ich hoffe doch sehr, dass die beiden nochmal zusammenkommen. Ja, nicht. Im Buch. Im Buch, aber das, ja. Ja, es ist ja nicht schwierig haben, werden. Das würde mich auch vorhanden bringen. So, also ich gucke beides. Ich lese beides. Also ich lese und ich gucke. Und ich habe die ersten Ohren hat sie auch noch. Ja, ich habe die ersten drei Staffeln, aber mal ging ja irgendwann Georgina völlig gegen den Stress. Ja, und dann hatte ich auch keine Lust mehr, das zu gucken. Aber ich muss mir schon durchlesen, wen Blair denn da irgendwann. Oh ja, schön. Nein, ich spoil nicht. So, was haben wir gehört? Ich habe gehört, nach dem Sommer, habe ich es überhaupt hier? Nein, ich habe es nicht hier. Tja. Ist ja auch egal. Nach dem Sommer ist dieses, egal, schönes Wolfscover, beziehungsweise ich mochte das Cover nie. Ich habe es immer gesehen und habe gedacht, echt? Nee. Mochte ich nicht, hat mich nie angesprochen. So, und jetzt habe ich das angefangen zu hören. Das ist die Stimme von Kirsten Stewart, die ich auch nicht mag. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin. Ja, aber das hat ja nichts mit der deutschen Synchro. Ich mag die total gerne. Ich finde die wunderhübsch. Aber ich finde die als Mensch so unsympathisch. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich finde die einfach unheimlich. Ja. Okay, und jetzt war wieder mal dieser 12-Minuten-Cut und wir haben echt schon genug gesprochen. Also ich sag nur, dieses Buch, ich finde es ganz, 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 ganz toll. Ich bin total begeistert und von CD zu CD verliebe ich mich mehr in diese Geschichte. Auch wenn ich mich selber nicht in die Hauptcharaktere verlieben kann, verliebe ich mich doch in die Geschichte. Und du hast es auch gelesen? Ich habe es gelesen, ich fand es ganz toll. Ich habe nur den ersten Band gelesen, aber ich fand es auch sprachlich ganz, ganz toll, obwohl es ja auch nicht so ein Genre ist. Aber ich habe sehr gern gemocht. Ich habe total einen Fehler begangen. Ich habe mir durchgelesen den Anfang der Artikelbeschreibung von Teil 2 und jetzt weiß ich, wie Teil 1 endet. Ach so. Ja, ich habe mich selbst völlig gespoilt. Das ist ja blöd. Ja, aber ich werde dennoch weiterlesen und ich habe voller Freude entdeckt, und das werde ich euch jetzt einmal zeigen, dass das Hörbuch von Gabriela Engelmann, die da ja neben uns sitzt, hier vorne, hier hinten. Die da jetzt da neben uns sitzt. Die da. Die da, die Dame eigentlich. Das ist Schneewittchen, oder? Was vom Schneewittchen Hagen gelesen wird, ja. Ich mag das Cover ja nicht, aber. Das musste jetzt auch noch wiederkommen. Naja, gut, aber das hat ja ein neues. Es hat ein neues Kleidchen und das neue Kleidchen ist total schön. Und Cosma Shiba ist ja nun eigentlich das perfekte Schneewittchen. Also, ja, weil sie auch Schneewittchen gespielt hat. Genau. So, aber ich finde dieses Buch ganz, ganz toll. Und ich habe ja auch bei Goodreads immer wieder geschrieben, wie toll ich das Buch finde. Also bei Goodreads gewöhne ich mir jetzt auch langsam an, euch immer zu schreiben, wie ich das fand. Oder beziehungsweise, wenn ich update, wo ich gerade bin, dass ich gerade einen Kommentar zu schreibe, wie ich es finde momentan und wie sich das Buch entwickelt. Und da muss ich sagen, die Kommentare sind sehr eindeutig. Ich liebe dieses Buch. Ich finde es immer toller. Ich verliebe mich immer mehr in dieses Buch. Ja, okay, ich heb die Dinger auf. So, ja, und zusammen haben wir also gehört von Michael Bond Geschichten von Paddington. Und das wird gelesen von der deutschen Stimme von Michael Caine. Und wir fühlen uns so ein bisschen wie die Prinzen von Maine aus Gottes Werk und Teufels Beitrag. Und wir haben uns. Hast du den Film gesehen? Ja, natürlich, aber ich habe auch das Buch von John Irving gelesen. Ja, wir auch. Es ist einfach ganz, ganz toll. Es ist toll. Also John Irving ist eh einer der Autoren, wo ich sage, Hut ab. Das ist heute unglaublich. Hut ab. Absolut Hut ab. Ja. John Irving. Yes. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich weiß ja, dass du John Irving auch magst. Ja, und aber du magst vor allen Dingen Omini. Ich mag Omini und Gottes Werk und Teufels Beitrag. Omini zählt zu den liebsten Büchern der Deutschen. Ja, aber wir sind jetzt beim Paddington. Wir sind jetzt beim Paddington. Und dieser kleine Paddington-Bär, der möchte wirklich seinen Auftritt haben und den hat er sich verdient. Finde ich auch. Ich wollte Sina damals immer Paddington-Bär. Und ich fand es total langweilig. Man hat es mal aus der Bücherei ausgeliehen und ich habe da gesessen und habe gesagt, ich kann nicht was anderes vorlesen. Ja, so, und jetzt ist sie jedenfalls total verzaubert, total verliebt in den Paddington-Bär. Ja. Und diese Stimme, einfach, so, sie lullt einen nicht ein. Ach. Sie macht einen verliebt in Paddington. Und Gabriela hat uns heute mitgebracht von Paddington, mein Bärenalbum. Und ich zeige euch nicht viel, ich zeige euch aber das. Weil ich zeige euch nicht viel, aber ich zeige euch das. Es ist ein Bilderbuch und es ist wunderschön. Oh, ich liebe Paddington. Also, das müsst ihr jetzt einfach sehen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier unten dieser kleine Bär mit meiner Kapuze, mein Mantel und Holzknebel. Und
So sieht er aus, ohne die Sachen. diese Stimme. Diese Stimmen von. Das ist einfach nur toll. Diese deutsche Stimme von Michael Caine, so Jürgen Thormann, glaube ich, heißt er. Und diese Geschichte, die harmonieren so perfekt. So was Perfektes habt ihr noch nicht gehört. Also, es ist so genial abgestimmt. Und Hausaufgaben. Paddingtons Hausaufgaben. Passt du so? Oh, falls jemand fragt, das muss ich jetzt nämlich noch sagen, falls jemand sich für dieses Bilderbuch interessiert, der hat leider Pech gehabt, weil das stammt tatsächlich noch aus meiner Zeit, als ich Verlagsleiterin eines Kinderbuchverlags war. Und da hatten wir die Paddington-Bücher in dieser Bilderbuchform. Und es ist das einzige Exemplar, aber ich habe gedacht, irgendwie ist es bei euch super aufgehoben. Ja, wir heben es. Und es ist süß. Also wer noch nicht weiß, wie man ein Marmeladen-Sandwich macht, dem verrate ich das jetzt. Erstens, nimm 2 Scheiben Brot und bestreiche beide dick mit Butter. Zweitens, schütte ein Glas Marmelade über die erste Scheibe und streiche sie mit der Tatze glatt. Drittens, drücke die zweite Scheibe drauf mit der Butter nach unten und iss, du wirst beide Tatzen brauchen. Das hört sich doch wohl gut an. Also dieser Bär ist so total lieben süß. Das tun wir. Wenn ihr Kinderbücher mögt, wenn ihr Winnie the Pooh mögt, Paddington ist mindestens genauso süß. Ja. Und ihr solltet Paddington eine Chance geben. Es gibt eine ganz große Reihe, das sind ja sehr viele Bände. Ja, wir haben auch noch das zweite Hörbuch. Ja, wir haben da gleich vororganisiert. Sehr gut. Blut damit da nicht sozusagen oder Marmelade entsteht. So, eine andere Sache, die wir gehört haben, ist dieses... Oder da sind wir gerade dabei. Und ist das ein Tattoo? Ja. Ist das ein tolles Bild? Ja. Ich finde das ganz, ganz toll. Nathalie Küst, ein ganz, ganz tolles Hörbuch. Es macht Riesenspaß. Ein französischer Roman und es geht um Nathalie und Nathalie ist... total verliebt in François und die beiden heiraten und so weiter und so fort. So, und François stirbt. Also François stirbt bei einem Autounfall. So, und Nathalie küsst. Aber bis jetzt küsst sie noch nicht. Aber bis jetzt küsst sie noch keinen anderen. Aber im Moment trauert sie noch, aber sie ist tapfer. Nee, sie hat geküsst. Wen hat sie denn geküsst? Ja, das werde ich dir jetzt nicht verraten. Ach so, ich weiß schon wieder. Spoiler. Achtung, Spoiler, sie hat geküsst. Und ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Es ist sehr, sehr schön aufgebaut. Sieht toll aus. Und dieser, oh Gott, bitte, ich kann kein Französisch. Wie spricht man den aus? Ja, auf dem Hörbuch ist es drauf, das werde ich mir zur Rezension nochmal anhören. Also wir lassen das jetzt, wer es geschrieben hat, aber gelesen hat, Stefan Kaminski. Und von dem Autoren werden wir uns auf jeden Fall noch mehr holen, wenn es so bleibt, weil Nathalie Küst ist einfach ganz toll. Also ich liebe den Sprachstil. Ja. Und sie hat gerade eine gute Phase, habe ich irgendwie so den Eindruck. Ich subsumiere das jetzt mal unter gute Phase. Ja. Ne? Ja, also... Also nichts Leseflaute, nichts Hörflaute. Nee, nicht Leseflaute, obwohl ich jetzt nur 2 oder 3 Bücher gehabt habe diesen Monat, wo ich sage, so, das sind 5-Sterne-Bücher bei mir. Sind die anderen auch wirklich nicht schlecht gewesen, obwohl da auch wirklich 2-Sterne-Bücher dabei waren. Ja, aber... Über die sprechen wir jetzt nicht. Ja, genau. Aber es war wirklich ein guter Lesemonat und ich mag die Bücher. Und bei dem 2-Sterne-Buch sage ich zum Ende hin, ist es so interessant geworden. Es war nämlich gezeichnet aus der House of Night-Serie, dass ich mir jetzt die anderen Sachen als Hörbücher reinziehen werde, denke ich. Überlege ich mir gerade. Weil gerade am Ende ist es so, dass ich sage, ich will weiterhören. So, und bis dato hat es mir nicht gefallen. Aber am Ende habe ich gesagt, okay, jetzt wird es interessant. So, was hast du... Du hattest Musiktitel, oder? Ich soll ich jetzt vorsingen, weil wir vorhin bei Campino waren. Ich höre im Moment gerade Tage wie dieser. An Tagen wie diesen höre ich rauf und runter. Das kenne ich auch gar nicht. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. So. Ja, ich hab's getan. Vielleicht solltest du es mal in Duo mit Ja, vielleicht sollte ich es auch. Ja, oh, das wäre cool. Ich würde keinen Ton rausbringen. Ach, bestimmt. So, wir spielen Just Dance, das ist jetzt der erste Teil, aber wir sind der dritte Teil. Und wie viele Sweatpunkte ihr beim dritten Teil ergattert, das habe ich im Internet nachgelesen, müsst ihr durch 10 teilen. Also wenn ihr euch jetzt wirklich anstrengt, ne? Nicht wenn ihr jetzt... Wieso dann teilen? Das ist ja frustrierend. Durch 10 teilen und dann habt ihr die Kalorien, die ihr verbraucht habt. Was bedeutet, ich habe den einen Tag wirklich getanzt und ich bin nicht außer Puste gekommen, aber ich habe geschwitzt wie... Was auch immer. Wie viele Kalorien waren dann per 500. Tag? Eine Mango-Lassi, 2 Tafeln Schokolade? Fast eine Tafel Schokolade. Nein, eine Tafel Fast Schokolade. Eine Pizza. Eine Tafel Schokolade.
Aber wir werden jetzt gleich, und darum werden wir jetzt ein bisschen Dampf geben, wir wollen jetzt gleich nämlich noch Just Dance einmal zusammen probieren. Kennt noch nicht Just Dance? Ich habe jetzt schon... Kennt noch nicht die Wie? So, und das heißt, Gabriela muss jetzt gleich ran. Sie gut, dass die Videokamera an dieser Stelle dann ausgeschaltet ist. Das ist ein gut für uns gerade. Es sei denn, ihr filmt mich heimlich und stellt das irgendwie. So, und dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie. Und das ist gegessen, getrunken und gebacken. Und da empfehlen wir euch ein Kochbuch. Ja, und zwar Björn Moschinski, Vegan kochen für alle. Und dieses Kochbuch, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, alles nachzukochen, was da drin steht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich mich an dieses Kürbiszeug traue und an die rote Beete-Suppe. Das ist hier nicht so ganz mein Ding. Rote Beete ist nicht mein Ding. Egal, wir werden es durchkochen. Wir haben jetzt probiert, diese Woche, anstatt einer Waldpilzsuppe, haben wir einfach kurzerhand eine Champignonsuppe draus gemacht, weil sie in diesem Pilz und jenen Pilz nicht mehr. Lecker! Lecker. Wir haben eine Tomaten-Kokossuppe gekocht. Mega lecker. Da wollte ich mich ranlegen. Und ich mag Suppen eigentlich nicht. Und Nein. Wir haben eine Brunnenkresse-Suppe gegessen. Ja, lecker. Das ist ja echt. Und einen Couscous-Salat, den kriegt Gabriela morgen. Und ja, lecker. Ja. Und das ist eine Aubergine, eine gewickelte. Ja, genau. Aubergine-Röllchen. Ja, ich wollte euch jetzt einmal zeigen, es ist wirklich super schön aufgemacht. Lecker. Und was ich ganz, ganz positiv finde, es ist ja manchmal so, dass man... Tja, da schlagen die Veganer Herzen höher. Es ist ja manchmal so, dass es gerade bei den veganen Sachen schwierig ist, an die Zutaten zu kommen. Muss ich sagen, ist hier wirklich super, ganz, ganz toll gelöst. Also man bekommt alles, es ist super einfach nachzukochen und es schmeckt genial. Ich hatte ihn ja entdeckt bei einem Peter-Video. Ich hatte nämlich eine Spargelsoße gesucht. Ihr findet unten oder auch bei YouTube, wenn wir es nicht verlinken sollten. Also ihr findet, wenn ihr alles vegan eingibt, findet ihr Kochvideos von ihm und Attila Hildmann für die Peter. Ja. Und genial. Also ganz, ganz lecker. Also diese... Soße Hollandaise und wir hatten ja auch schon mal die Gulaschsuppe von ihm nachgekocht. Wenn ihr nämlich zu Amazon geht und ihr klickt auf dieses Buch, kann man einen Blick hineinwerfen. So aber man kann nicht probieren, oder? Nein, aber da steht dieses Rezept für die Gulaschsuppe und das habe ich ausprobiert. Und danach stand für mich ganz klar fest, dieses Buch brauche ich und ich bin völlig begeistert. Also selten, dass ich so ein gutes Kochbuch in der Hand habe. Und Bibokimi dachte doch wirklich, wir hätten hier Fleisch reingemogelt. Ja, aber wir werden natürlich jetzt auch noch die Bücher von Attila Hildmann uns noch besorgen und werden da auch mal reinkochen, weil Attila Hildmann hat mir eigentlich den Einstieg ins vegane Leben absolut erleichtert mit seinen Frikadellen. Dafür liebe ich ihn, verehre ich ihn. Da hat er mich echt mit gerettet. Das ist mein Lieblingsbrotaufstrich überhaupt. Und? Aber die Suppen sind super lecker. Ich habe immer gedacht, Sina ist ein Suppenkasper, aber mittlerweile isst sie ihre Suppe gern. Und was ist mit dir? Gegessen, getrunken und backen? Achso, ich habe vorhin bei euch eine Magierpfanne gegessen. Also ich bin verzaubert worden durch auch ganz leckeres Tofu und Paprika und Reis und eine ganz super tolle Soße. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch mit dem Thema vegan Leben jetzt durch die beiden auch gerade tatsächlich inspirieren lassen, weil ich lebe ja schon länger vegetarisch, aber irgendwie dachte ich, vegan ist auch nicht schlecht. Und nachdem diese Soße eigentlich ganz toll nach Sahne geschmeckt hat, aber nicht wirklich Sahne war und ich auch Reismilch in meinen Kaffee bekommen habe, was mir unheimlich gut geschmeckt hat, werde ich mit so einer Liste bewaffnet, was ich jetzt alles ändern werde, direkt ab morgen quasi versuchen doch, mich ein bisschen auch auf vegan umzustellen, weil das fasziniert mich sehr und ich fand auch die Rezepte in diesem Buch. Und da hatten wir jetzt mal wieder den kleinen technischen Erkenntnis her. Ja. Genau. Also ich habe mich jetzt durch euch inspirieren lassen, ihr durch Attila Hildmann, ich jetzt durch euch. Und ich werde da tatsächlich nochmal einige Essgewohnheiten auch noch überdenken und mich da jetzt in den einschlägigen Läden auch nochmal irgendwie umsehen. Wobei, ihr habt gesagt, es ist ja gar nicht Edeka. So schwierig. Also nur Edeka. Kaufland genau. Hat den besten. Und Reismilch fand ich jetzt persönlich im Café unheimlich schmackhaft. Und die gibt es sogar bei Netto. Also es ist nicht schwierig, an die Sachen ranzukommen. Und es hat kein Cholesterin. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Und hat weniger Kalorien. Ja, das fand ich ja auch nicht uninteressant. Ja, da kann man mehr essen. Ja, und jetzt dürften wir am Ende dieses Vlogs sein. Lang, lang, lang hat es gedauert. Vielen Dank für eure Geduld. Ja, wir werden jetzt die Wie anschmeißen. Unser Hund geht auch schon gerade. Ja, wir werden jetzt eine Runde Just Dance. Ich möchte jetzt was essen und nicht dancen. Ach ja, du kriegst ja jetzt Bruschetta. Da stellen wir jetzt hinterher. Genau.
verfressen, wie ich bin. Genau, und dann wird gedanced. Genau, du machst jetzt Bruschetta. Wir beide gucken eine Folge Big Bang. Dann essen wir schon. Dann guckt er aber am Computer. Egal, ihr seid jetzt ausgeschlossen. Also irgendwas machen wir jedenfalls. Wir machen uns jetzt den Abend noch schön und habt eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Geduld. Ciao. Tschüss.